Guten Abend zusammen und willkommen zu diesem wunderschönen, heute Dienstag und nicht Mittwoch, zu einem kleinen, entspannten Spyro-Stream heute mal wieder. Also mal kein Risk of Rain, wieder was Langsames, Entspanntes, Gemütliches, wo man nicht irgendwelche epileptischen Anfälle bekommt. Wobei Risk of Rain schon Spaß gemacht hat, aber zum Zugucken stelle ich mir es auch ein bisschen hektisch vor. Ja, erstmal moin und schön, dass ihr euch so zahlreich doch wieder eingefunden habt an einem Dienstagabend. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir müssen erstmal mich wieder eingrooven. Ich habe mich extra wieder als Spyro, damit wir wieder Spyro fühlen können, vorbereitet und mir ist jetzt schon wieder sehr warm. Gerade eben habe ich noch gefroren und diese 5 Minuten Vorbereitungszeit haben gereicht, um wieder zu spitzen. Das läuft. Grüße gehen raus an Adria, danke fürs Subscriben. Crystal, ich bin nicht mehr Platz 1, Cheerer. Was ist denn da los, Crystal? Das Cheere geht immer nur einen Monat. Also offiziell geht es nur eine Woche. Aber ich habe das auf einen Monat gestellt, damit das nicht so traurig ist, weil bei mir ist ja nicht so viel los. So, Moment. Jetzt wollen wir erstmal unseren Speicherplatz auswählen, weil ich habe privat ein bisschen weitergespielt. Aber hier sind privat bin ich noch nicht so weit gekommen. Momentan nicht so wirklich viel Zeit. Wir sind hier doch deutlich weiter. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Jupidu, hab vor mir für meinen Geburtstag ein Spyro Ready to Shred T-Shirt zu wünschen. Du meinst dieses Firespread-Dings. Ich glaube, ich habe das irgendwo rumeiern. Aber vom Schnitt her sieht das an mir irgendwie kacke aus. Dafür habe ich einfach zu wenig Muskeln. Sieht komisch aus. Moment, das ist ein Resub. Ah, nice, Alter. Er hat ihn als neu, dann ist auch egal. Oh, echt? Shit. Ja. Hurra, hurra, das Füchslein mit dem blauen Haar. Der Blaufuchs ist da und damit daheim. Grüße gehen raus. Sind wir daheim. Oder Sille. Den Namen konnte ich mir merken. Grüße, Kurin. What the fuck? Da muss ich ja wohl... Nee, Crystal ist gut. Du musst nichts tun. Das reicht um Gottes Willen. So, ihr seht, Spyro sieht heute mal wieder anders aus. Ich hatte erst was anderes tatsächlich. Ich will auch schon mal spoilern, was ich mir erst ausgedacht hatte. Ich hatte erst... Es gibt so einen Mod, der macht Spyro wieder so, wie er in der PlayStation 1 Version aussah. Und der ist auch echt gut gemacht. Also ohne Scheiß. Props an den Typen, der den Mod gemacht hat. Sieht erste Sahne aus. Aber... es fittet halt einfach nicht ins Game. Wenn alles andere mega schön aussieht und Spyro selber aber halt so ultra Asbach uralt, passt einfach nicht. Wir haben jetzt Oreo Spyro. Fand ich eigentlich ganz witzig. Er ist ein bisschen so an Oreo-Farben angelehnt. Ich esse jetzt zwar nicht sonderlich viel Oreos, aber es sieht halt irgendwie cool aus mit den blauen Flügeln und der Weiß, der Creme und dem Schwarz des Kekses. Ja, das sieht ja geiler aus. Bin halt auch mal dabei. Liska, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. So, ich muss mich jetzt mal einfinden. Wir waren letztes Mal hier in dem Gebiet gestartet, hatten aber noch keine Level gemacht. Hatten wir denn... Wir haben ja auch noch nicht alles gefunden, aber ich glaube, das ging auch so noch gar nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach gemütlich los, ne? Erstmal nochmal hoch eingerufen, eben kurz gucken. Hier war doch auch irgendwas zum Reineiern, genau, das hatten wir gemacht. Den Wal, der hat ja sogar eine Hose an, das habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Der Wal mit der Hose, das haben wir auch erledigt. Was sagst du, wo müssen wir hin? Ja, meint so irgendwie so da hoch so. Und dann so da hoch so. Okay. Wir gehen nochmal gucken, irgendwas scheint noch zu fehlen. Vielleicht kann man doch schon alles kriegen. Wie geht's so? Wie geht's? Also mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, aber ich habe Kaffee dabei. Das kann nichts schief gehen. Die Woche war bis jetzt relativ anstrengend und die war erst 2 Tage lang. Erstaunlich. Aber mir ist gerade erst wieder bewusst geworden, als meine bessere Hälfte mich daran erinnerte, dass wir ja am Donnerstag frei haben. Das ist ja schön. Das beruhigt mich. Dann ist morgen ja schon quasi der Tag vom kurzen Mini-Wochenende. Das ist doch eigentlich eine richtig nice Sache, kann man so sagen. So, hier rum. Ist der Ton eigentlich laut genug und so? Ich musste das wieder neu auspegeln und habe mir das letzte Mal nicht gemerkt. Hab eventuell Freitag auch frei. Ja, das kann ich knicken, du. Also, Brückentage sind bei mir nicht drin. Oh, scheiße, verkackt. Freitag muss ich wieder drin, aber Freitag ist eh chillig. Freitag ist gemütlich. Da braucht man sich keinen Stress machen. Oh, Kurin. Grüße gehen raus, Kurin. Vielen lieben Dank. Diesmal will Kurin gewinnen. Ich verstehe schon, diese Anzeige scheint zu motivieren. Also Twitch weiß schon ganz genau, warum die das implementiert haben. Diesen Wettstreit unter den Zuschauern. Danke, danke, Kurin. Oh. Aber das hätte doch nicht Not getan. Jetzt wirklich nicht. Du hast schon Kaffee ausgegeben. Das reicht. Um Gottes Willen. So, wir müssen... Wo müssen wir hin? Es zeigt irgendwie da rein. Aber oh. Geht das da irgendwie rein? Nö. Nicht so ohne weiteres. Vielleicht kann man drumherum fliegen. Wir versuchen das mal. Ja. Oh. Ich habe da so eine Ahnung. Ja, morgen bekomme ich ein neues, beziehungsweise mein erstes Headset. Sonst immer normale Kopfhörer genutzt. Ich habe Verbot bekommen. Vernünftig. Wir machen das alles entspannt.
Samstag. So. Oh, so ein Sparks-Level. Das von davor müssen wir auch noch. Maddox, Grüße gehen raus. Moin, moin. Da die Dinger ja schon gekauft sind, müssen sie ja nicht ohne Zurückblick das auch wieder wahr, ne? Bevor sie vergammeln. Da hast du jetzt nicht unrecht, das muss ich zugeben. Hier ist noch ein Ei. Hanna, ich brauch's mal Kaffee. Damit wären die Eier komplett, aber die letzten... Achso, das war alles. Ah, Edelsteine haben wir genug gehabt, alles klar. Na dann starten wir doch jetzt mal mit den Levels, würde ich mal sagen, ne? Entspannt, ohne Hass. Ich weiß, hier sind ein paar Eklige dabei. Und ich glaube, wir starten auch schon gleich mit einem Ekligen. Frostaltäre, das klingt aber erstmal noch gar nicht so eklig. Weil eine Seite ist leider in A und da musste was Neues. Ey, das macht doch keinen Spaß. Also Mono muss heutzutage nicht mehr sein. Hast du gelesen in der Gruppe für den 15.? Was habe ich gelesen? Ich habe einiges gelesen. Einige Dinge, irgendwas mit Getränken und Essen und so. Ich bringe einfach was zu trinken mit. Willkommen bei den Frostaltären, ah, das war's. Der Lidl Dragon, Grüße gehen raus. Für die Zeit deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialkraft geben. Sehr gerne, Spezialkräfte sind immer gut. Jetzt können wir einfrieren. Hagrid ist auch da, Grüße gehen raus an Hagrid. Moin ihr alle, heute habe ich auch mal wieder Zeit gefunden. Für den Anfang bin ich dort erstmal dabei. Ja, keine Sorge, heute wird es nicht so extrem. Also wir eskalieren nicht bis 0 Uhr, das ist zu lang. Das kann ich euch schon versprechen, ich muss jetzt wieder arbeiten. da geht das nicht mehr. Da geht das nicht mehr. Jojojo, ist gut. Du musst dich mal entspannen. Einfrieren und dann kaputt machen. Wegen Essen, Brat und Steak mit Toast und Brötchen und Trinken gerne selbst mitbringen. Das klingt doch vernünftig. Das klingt doch vernünftig. Oh, oh. Solide, würde ich sagen, Crystal. Solide. Au! Ja, das läuft noch nicht so solide. Ich muss mich erstmal eingerufen. Habe ich den letzten Stream verpasst? Kann mich nicht erinnern, dass du so weit warst. Nee, kein Stream gewesen. Alles gut, wir waren genau hier. Wir sind hier gerade rein angekommen letztes Mal. Dumpty, Grüße gehen raus, moin! Ich glaube, das wird spitz. Ich glaube auch, das wird ganz witzig. Das wird schon lustig. Du musst mir nochmal so später, so ganz entspannt, mal nochmal so eine Adresse rüberkommen lassen. Jo, Dumpty, willkommen im Fuchsbau. Jetzt so ganz offiziell. Grüße und willkommen hier. Willkommen hier. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Wobei, ich glaube, der ging bis 0. Ich war um 23 Uhr schlafen gegangen. Ja, da musst du das auf. Musst du nachholen, du. Au, das kann doch nicht sein. Ich bin ein bisschen dumm gerade. Ich muss mich mal konzentrieren, Leute. Ich bin noch nicht angekommen. Oh. Ich habe sehr, sehr viel Borderlands 1 in den letzten Tagen gespielt. Bin ein bisschen noch in Borderlands drin. Das sieht hier ganz anders aus. So. Ach ja, stimmt. Ohne die findest du ja nicht her. Nee. Das ist aber radmäßig erreichbar, oder? Sille, euch. Oh, das ist Frischfleisch in den Fuchsbau gekommen. Ja, so kann man das auch sehen. Wir könnten auch einfach ein kleiner Fuchswelpe. Guten Tag. So. Normalerweise ist das gar kein Problem, die einzufrieren, ohne getroffen zu werden. Aber irgendwie gelingt es mir momentan gar nicht. Also nicht mal nicht so ein bisschen nicht, sondern es gelingt mir einfach gar nicht. Ich würde sagen, mein Skill ist abgeworden. Die letzten Streams hatten wir immer so einen massivsten Lauf. Das lief ja schon für Blaufuchsverhältnisse, das war ja schon gruselig. Als wäre ich eine andere Person. So neu bin ich ja gar nicht. Bin ja auch auf dem Minecraft-Server vertreten. Ja, aber im Stream halt schon. Das reicht uns. Und wer bist du da? Herzlich willkommen. Circa 7 bis 8 Kilometer mit Draht. Oder schließ dich bei deinen Nachbarn mit an. Der kommt ja auch her. Ja, siehst du. Hat ja mal das eine Kuhleck in der Luft, stand 202. Ja, die Kuhlecks sind ein bisschen komisch. Da ist Physik so ausgesetzt, würde ich sagen. Moment, hier gab es einen Trick. Da konnten wir den einfrieren und dann kommt man von da so ganz entspannt hier rauf, siehst du. Dort haben wir schon mal. Ah, kleines liebes Füchschen. Bumps. Okay. Da hinten ist ein Ei. Kommen wir da. Also wahrscheinlich können wir da rauf. Das wird wohl gehen. Und von da aus kommen wir ja auch ganz locker, floggig und gemütlich, würde ich mal behaupten. Entspannt und chillig. Darüber. Cecil.
Cecil ist nicht erfreut, dass wir ihn aus dem Ei rausgeholt haben, denn jetzt ist es scheiße kalt. Ich wäre auch nie glücklich. Ich bin kein Fuchs, sondern... Tarali. Wir sind alle Füchse im Herzen, würde ich sagen. Das passt schon. Das passt schon. Oh, der Orm. Wir grillen erstmal hier so ein Schneemann. Wobei, so arm sah der nicht aus. Der sah eher gefährlich. Oh, jetzt noch mehr von den Biestern. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Wir gehen mal... Oh, auch noch das. Alles klar. Antwort. Also, kurze Antwort. Nein, lange Antwort. Nein. Aber das sind meine persönlichen Feinde, diese Dinger mit den Knüppeln. Löffel einfach nicht. Wie komme ich da hoch? Ach so, wieder einfrieren. Burn, Schneemann, burn. Ja. Oh, mein Schneemann. Aber er war böse. Tief in seiner Seele war er verdorben. Nein. Nein, nein, nein. Das lassen wir mal brav sein. Ja, moin. Die Elefanten, um die tut es mir schon fast ein bisschen leid. Die sind eigentlich nur knuffig. Nein. Ah, Scheißdreck. Ein Dutzend Eis gekühlt. Okay, immerhin gab es ein Achievement. Trotz meiner Dummheit, das ist doch nett. Wir machen wieder bis 0. Nein, heute nicht. Heute ist Maximum 23 Uhr. Ich muss morgen wieder so früh aufstehen. So früh, dann muss ich auch fit sein. Leider. Kann nicht rumeiern, ich muss echt fit sein. Bums. Doch geht nicht, ne? Da wird Leistung abverlangt. Leistung wird abverlangt, aber bis 23 Uhr ist wohl drin. Dann bis 23, 59, 59. Ja, das... Nee. Aber wir kommen schon weit, glaube ich, heute. Und das... Mal gucken. Also ich denke mal, heute noch und dann vielleicht nur einmal. Und dann könnte es das auch schon gewesen sein, leider. Das ist immer schon du, ey. Das ist einfach schnell. Aber es lief alles relativ gut bis jetzt. Aber da können ja noch ein paar widerliche Minigames kommen. So ist es ja nicht. Also... Da kann ja noch einiges lauern. Also, alleine die Rennen, die sind noch so eklig. So ekelig. Kriege jetzt schon wieder Gänsehaut und möchte mich kratzen. Bei dem Gedanken daran. Ach, der Geld sagt mir, moin, was machst du denn hier? Ich komme gleich zu euch, ne? Ich muss eben nochmal in die andere Richtung. Einen Moment bitte. Da hinten laufen nämlich auch noch welche rum. Wir wollen ja nichts vergessen, ne? Wir wollen ja nichts vergessen. Wie war denn eure Woche bis jetzt so? Ist ja noch nicht lang gewesen, aber wie geht's euch? Was habt ihr so getrieben? Machst du irgendwann denn auch die anderen Spyro-Spiele? Also ich habe mir vorgenommen, tatsächlich diese anderen irgendwann mal zu Let's Playen, weil ich die einmal durchspielen will. Aber die würde ich dann wahrscheinlich einfach als Let's Play machen und nicht streamen. Also zumindest beim ersten Mal nicht. Aber ich wollte die nochmal angehen, weil ich habe die tatsächlich, ich habe die mal angezockt, aber ich fand die halt so zum Kotzen. Ganz, ich bin ja ehrlich. Also die Activision-Dinger fand ich fürchterlich. Das war halt nur noch Brawlern. Das war halt mit meinem Spyro, so wie ich den damals kennengelernt habe, nichts zu tun gehabt. Das ist ja wirklich nur... Prügeln ohne Ende und dann ist das auch noch relativ schwer. Das ist auch nicht mal einfach. Das ist auch noch fordernd. Das geht doch nicht. Und dann gab es ja noch diesen einen, Enter the Dragonfly. Der ist ja auch nicht von, also da war es noch nicht Activision, da war es aber auch schon nicht mehr Insomnia Games. Da war das irgendwie so ein anderes Studio, das dann versucht hat, nochmal so ein Ding zu machen. Und naja, das war so semi-okay. Ich bin heute reichlich beschenkt worden. Ah, oh, bin ja voll. Ist denn alles, alles, was du an Geschenken erhalten hast, heile angekommen? Spyro, du bist, was hast du denn so bekommen? Oder? Wie du sicher weißt, sind die Frostaltäre der Geburtsort der Sportart Katzenhockey. Das heutige Spiel ist ausverkauft, aber ich habe zufällig ein Ticket, das ich mit einer klitzekleinen Preiserhöhung verkaufen würde. Du weißt, das macht man nicht, ne? Das macht man nicht. Wenn ihr so ein Ticket weiterverkauft, weil ihr es nicht nutzen könnt, immer gleicher Preis. Immer gleicher Preis. Wenn der Typ, der es euch kauft, dann sagt, komm, ich gebe dir noch ein bisschen extra, ist okay. Aber nie von höheren Preis anbieten, das ist uncool. 800? Jo, alles klar. Geh rein, Spyro. Das sollte ein spannendes Spiel werden. Ehrlich ja, gesagt. Ja, ist es. Ich habe sogar auf das Rhinox-Team gewettet. Ich hoffe nur, dass das Heimteam keine Unfälle in letzter Minute hat. Das werden wir sehen. Ja, ist das alles heil und wird gerade eingerichtet. So ist es vernünftig. Habe ja seit dem 16. einen neuen Arbeitgeber. Daher alles paletti. Oh ja, erzähl mal, wenn du erzählen möchtest. Wie ist denn so gelaufen bis jetzt? Alles gut? Alles Kollegen nice und so? Verbuggt und verglitscht ist Enter the Dragonfly, dadurch, dass es gerusht wurde. Huhu, Black Lion, Grüße gehen raus und schönen Abend. Dann wollen wir uns mal hier rum kümmern. Ich erinnere mich schon gar nicht. Ah doch, das war dieses Katzenhockey, yo. Ich habe einen Rhinox zu einem Katzenhockeyspiel herausgefordert.
aber ich habe mir wohl beim Trainieren meine Flosse verstaucht. Kannst du für mich spielen? Ja, ich kann, aber ich möchte nicht. Aber ich mach's trotzdem. Frier die Katzen ein und schubse sie in mein Tor, um zu punkten. Ich finde Enter the Dragonfly furchtbar. Allein die Geschwindigkeit. Spyro ist so ein Ticken langsamer als üblich. Das macht mich auch fertig. Es wirkt alles so, als wäre das... Es ist so langsam. A Hero Tale dagegen fand ich ganz gut. Nur sammelt man da leider keine feste Anzahl an Edelsteinen mehr. Oh, okay. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Hero's Tale. Tatsächlich. Friere die Katzen ein und schubse sie in das blaue Tor. Der erste Spieler mit 5 Katzen gewinnt. Ah, ich denke, ich gönne mir aber wirklich Enter the Dragonfly und das andere, ich werde mir die wohl beide gönnen. Ist das jetzt eigentlich unser Tor? Warte. Nein, das ist sein Tor. Sehr gut. Moment, nee. Doch, ich habe ein... Kacke, nein, ich mache... Ich schon wieder! Das habe ich in meinem Let's Play auch gemacht. Ins falsche Tor gespielt, weil ich dödelig bin. Oh, kacke. Ich glaube, wir verlieren gerade. Genau wie im Let's Play, sag ich doch. Gleich der Erste hier. Oh, ist schon wieder dumm. Er ist schon wieder dumm. Kann doch nicht, Alter. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht. Das ist nicht gut gemacht. Muss man sagen. Das ist nicht gut gemacht. Hören Sie auf da hinten. Oh, schon 4. Ich muss ihn einfrieren. Nein, nein, nein. Oh, die haben sogar Kratzbäume. Das sehe ich ja jetzt erst, dass sie da hinten Kratzbäume haben. Ist ja süß. Das schaffe ich nicht mehr. Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Gehen Sie weg. Das ist ja wirklich fies hier. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Das ist meine Katze. Hauen Sie ab. Oh, Junge. Junge. Oh, Mann. Leute, ihr müsst euch entspannen. Das wird alles gut werden. Wir werden das schaffen. Man muss nur felsenfest an sich glauben. Nein, 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 nein. Okay, ich hatte fest an mich geglaubt, aber da hat es trotzdem versagt. Let's do it again. Dieser Renox prahlt seit seinem Sieg nur noch herum. Ja, ja, ist gut. Lass uns das normal machen. Ja, ja, ja. Jetzt, wo ich verstanden habe, wie es geht, wird alles gut werden. Nein, 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 falsche Richtung. Okay, let's go. Keine Sorge, Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Erste Katze ist unser. Ihn wieder einfrieren. So, nächste Katze. Zweite Katze ist unsere. Dritte Katze ist unsere. Siehst du, man muss das nur wollen. Dumme Idiotensau! Sowas sagt man nicht. Aber es kam von Herzen. So. Einfach schneller sein als er. Oh, jetzt kippt er hier was. Ja, mach doch, wenn du meinst. Jo. Wir müssen einfach nur schneller sein. Los, 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 los. Ja, genau. Alles nice. Gut gemacht. Du verdienst es, den Pokal zu behalten. Weiß ich nicht. Also ich finde, wir haben das schon gut gemacht. Der Trick ist halt, aufs richtige Tor zu spielen. Dann lübt das. Bah, ah. Gib mal her, das Ei. Oh. Gut, das haben wir geschafft. Gibt es hier noch mehr Eier? Sieht nicht so aus. Wir gehen hier erstmal wieder raus. Ich hoffe, dass... Also, wir können ihn nochmal fragen. Klar, weil es Licht und dunkle Edelsteine zu sammeln gibt und zähle wiederum zu 100%. Du hast diesen Renox so abgezogen, dass er seine Sportkarriere an den Nagel hängt. Das ist gut. Das ist gut. Habe ich irgendwas verpasst? Licht und dunkle Edelsteine, genau wie im Let's Play. Okay, das hatten wir. Es gibt halt noch Edelsteine, aber die Währungen zahlen nicht zu 100%. Oh Mann, das schaffst du. Klar. Bop, 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 bop. Mit den Kollegen wirklich glücklich gehabt. Das ist einer netter als der andere. Die Chefetage und Führungsriege super netter. So muss das sein. Das hört man gerne. Klar, klar. Das freut mich auch für dich. Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm ruhig das hier. Die Rhinoxe wollten es mit dem Laser frittieren. Aber du hast sie gestoppt. Das ist nicht nett. Jana! Grüße gehen raus an Jana. Ich glaube, die Jana ist aber nicht da. Wenn doch, das war der Jana-Drache. So, uns fehlt noch ein bisschen was. Über die Dächer. Auf geht's. Ich glaube, das ging hier hinten lange.
Oh, freue mich auf Bentley-Boxen. Alter, das war eine Qual. Das war eine Qual. Oh, scheiße. Kommt das auch hier in dem... Oh, ich sehe ihn auch schon. Oh, nö, nicht wirklich, oder? Oh, Gott. Das war wirklich schrecklich. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe einfach nur einen Button gesmashed und gehofft und es hat irgendwann geklappt. Kommen wir da rüber? Wird das reichen? Wird das gehen? Oh, jo, das geht. Man muss das nur wollen. Aber Bentley-Boxen... Oh, nö. Bitte nicht. Oh, noch ein Ei. Sammel es ein, Spyro. Du musst es einsammeln. Jasper. Bentley-Boxen. Ich glaube, Leute, mir geht's gar nicht so gut. Wir müssen den Stream, glaube ich, frühzeitig beenden. Ich muss, glaube ich, hinlegen. Du, das läuft nicht mehr, du. Bentley-Boxen. Kann ich hier langlaufen? Oh, scheiße. Also bis auf ein bisschen Kopfschmerzen hat es nichts gebracht. Insofern, nope, kann ich nicht. Ja, dann mal Bentley-Boxen, würde ich sagen. War, wenn wir eh schon runtergefallen sind. Ja, und? Sonst gab es ja auch andere Collectibles, wie die Drachenkugeln oder Eier und trotzdem Edelsteine zum Sammeln. Das fehlt da halt. Nox, da du magst. Ich stimme zu. So, Moment, ich muss mich konzentrieren. Ich habe die Orientierung verloren und weiß nicht mehr, wo Bentley-Boxen ist. Das war da hinten gleich. Das heißt, es war völlig sinnlos, jetzt über die Dächer zu gehen. Aber, weil das halt geht, mache ich das. Irgendwo da hinten war das. Da ist Bentley-Boxen, glaube ich. Haben wir den denn schon? Ja doch, wir haben ihn letztens freigespielt. Genau. Oh, warte mal, ich hole mir erstmal noch den da. Okay, rein da. Ah, Spyro. Ich habe gerade eine Nachricht von meinem kleinen Bruder bekommen. Scheint, als hätte er ein Problem mit einem Yeti. Ich muss das nicht haben. Die Edelsteine in End of the Dragonfly waren eine Qual. Also, Der blöde Yeti hat meinen Ball. Ich habe ihm gedroht, dass du ihm in den lausigen Hintern trittst, aber er hört nicht. Ja, er weiß auch warum, weil ich darin kacke bin. Gegen den Yeti kämpfen. Nein, ja. Nein, naja. Ich wusste, dass du es machst. Zeig ihm, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Block seine hohen Schläge ab und triff ihn niedrig, wenn er versucht zu blocken. Aha. Also, ich hatte jetzt mal ohne Spaß. Jetzt bin ich ja mal nicht einsam. Jetzt habe ich ja mal Kollegen hier. Wie macht man das am besten? Letztes Mal habe ich einfach nur geflucht und irgendwann ging's. Habt ihr da irgendwie so einen Trick oder so? Schnalle ich irgendwas nicht? Nichts, was du machst, heute ins... Achso, sonst wird da nie was mit unseren Battle. Bin auf falsche Taste auf dem Smartphone gekommen und habe zu früh abgeschickt. Smartphone ist eh Mäuseklavier, vollstes Verständnis, vollstes Verständnis. Also, X für den Körperschlag, Kreis für den großen Haken, Dreieck, um zu blocken. Bentley blockt tiefe Angriffe automatisch. Schlagen und nicht getroffen werden. Einfach Button Smashing. Das ist meine Methode. Button Smashing. Alles klar. Oh, jetzt geht's noch mehr. 4 für einen schnellen Stoß. Das ist neu. Rumsblocken, großen Haken, Körperschlag, großen Haken, schnellen Stoß, blocken. Bentley blockt tiefe Angriffe automatisch. Alles klar. Let's go. 1. Blocken. Geil. Oh, Leute, ohne Spaß. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Nichts zu sagen, es ist einfach fürchterlich ist das. Lassen Sie mich in Frieden. Und das Schlimme ist, es gibt ja mehr als eine Runde irgendwie, ne? Oh man! Gehen Sie weg! Oh nein, das war so knapp! Diana, da kommt sie. Grüße gehen raus, Diana. Du warst ein bisschen zu spät. Du warst ein bisschen zu spät. Versuch es nochmal. Du hast den Jana-Drachen verpasst. Aber Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Oh. Ich glaube, ich möchte das nicht nochmal machen. Aber wir müssen ja. Wir müssen ja. Das wird schlimm. Also ihr könnt euch jetzt zurücklehnen. Viel mehr passiert heute Abend nicht mehr. Das wird jetzt das Ding sein. Ah. Alles klar. Ich wusste, dass du es machst. Der Kleine heißt ja Bartholomäus, das sehe ich jetzt erst. Block seine Bartholomäus! Hohen Schläge ab und triff ihn niedrig, wenn er versucht zu blocken. Ist ja geil.
Mein WoW-Pad heißt auch Bartholomäus und mein Pen-and-Paper-Charakter heißt auch Bartholomäus. Bartholomäus. Let's do it. Okay, wir versuchen es nochmal. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Genau da kenne ich das her. Daher habe ich diesen Namen. Hallo? Was ist denn nicht richtig mit dir, Junge? Was bist du so aggressiv? Ich mache jetzt den hier. Vielleicht, wenn man einen Dauer-Button smasht, vielleicht geht das wirklich gut. Wir probieren es mal. Gibt's schon nicht. Hier, komm schon, mach ihn kaputt. Oh, wow, 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 wow. Also ich versuch's mal mit Button smashen. Vielleicht klappt das wirklich. Wir probieren es einfach mal. Dann kann ich auf den Chat eingehen. Gut, ist nichts passiert. Ich glaube, Button smashen mit dem gleichen Angriff ist scheiße. Der Schneeleopard knurrt den blauen Fuchs gerade laut an, weil er den ganzen Abend boxen will. Nein, will er nicht. Boxen ist fürchterlich. Los, 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 los! Dumme Drecksau. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Einfach Button smashen. Abend an alle, die noch nicht begrüßt habe. Hab's irgendwie. First try mit Button smashing. Aber wie kriege ich jetzt meinen Ball zurück? Wieso habe ich den verloren? Versuch es nochmal. Ich wusste das. Wieso habe ich den verloren? Mach nochmal ein Boxen. Maddox, ich hasse dich. Okay, warte. Oh, du kleine Drecksau. Also einfach pures Button smashen ist schwierig. Ich hasse dieses Minigame. Ich hasse es so sehr. Wir versuchen mal den Rest mit Button Smashing zu schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt geht doch mal kaputt, Junge. Komm schon, in die Fresse rein. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Los, einmal treffen. Mach den Kopf runter. Mach den Kopf runter. Los. Ja, dann läuft doch. Läuft doch. Nice Sache. Du hast es ihm echt gezeigt. Ja. Hey, warte mal. Das ist gar nicht mein Ball. Es gibt ein Ei. Ellie. Hab von einem Twitch Prime aber nur auf Stufe 1 aber nur gewechselt. Ja, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist bestimmt cool. Danke, Kurin. Bring mir meinen Ball wieder. Nochmal? Nein. Nochmal gegen den Yeti kämpfen. Müssen wir das wegen dem Ei? Ja, ne? Dieses Mal gibt es 3 Runden. Und wenn du gewinnst, lass dir nicht wieder so ein dummes Ei geben. Oh, nö. Ich wollte gerade sagen, das kam mir doch zu einfach vor. 3 Runden? Na geil. So, einfach Button smashen. Wir versuchen nochmal unser Glück. Danke, Black Lion. Danke fürs Mitgefühl. Grüße geht raus an dieser Stelle. Ich hab dich auch lieb. Bussi geht raus. Bussi geht raus. Alter, dieses scheiß Minispiel. Jetzt! Nein. Warte, die tiefen Schläge, die blockt er doch. Das muss man doch auch mit Taktik machen können. Das kann doch nicht angehen, Mann. Wie aggro der ist, Mann. Was ist denn nicht richtig mit dir, Junge? Hier, das ist geiler. Auf geht's. Du musst schon alle Buttons smashen. Alle? Man kann doch nicht alle Buttons smashen. Das geht nicht. Alle Buttons smashen, das bringt ja noch weniger Sinn. Hotte? Moin, Hotte. Hotte? Ach, Bauer Horst! Grüße gehen raus an Bauer Horst. Wir haben zum richtigen Moment eingeschalten. Ist geil hier. Es macht sich keine Verzweiflung breit. Oh, Mann, du. Und Gleichstand? Nee. Nur noch 2 Runden. Ja, geil. Du hast das super. Halt die Schnauze. Ich will nicht, dass er mich anlügt. Okay. Bei mir hat es geklappt. Oh. Oh. Warten Sie. Warten Sie. Hallo. Darf ich vielleicht auch mal hauen? Du bist aber auch eine Sau. Jetzt. Nein. Jetzt. Oh, Scheißdreck. Ich hasse dieses Minispiel. Ich hasse es so sehr. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste von allen. Ich habe das verdrängt. Ohne Spaß, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Und dann kommt ihr damit um die Ecke mit dem Kackboxen. Junge, ohne Spaß. Wie kannst du so gut treffen und ich nicht? Aber es gibt noch X. Ich habe X vergessen. Ich habe X vergessen. Den tiefen Schlag, der einfach nichts macht.
Was, der hat keine Deckung, aber Schaden? Am Arsch, Junge. Am Arsch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Du hast verloren? Ein toller Bruder bist du. Ich sehe meinen Ball nie wieder, oder? So wie die beiden grinsen, stehen sie wohl drauf, geschlagen zu werden. Ja, vielleicht ist das echt hier so... Du siehst deinen Ball schon wieder. Lass uns mal machen. Nochmal! Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Okay, let's go. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt Button Smashen X und... ich Button Smashe jetzt alle Knöpfe. Wir versuchen es mal mit Button Smashen. Wenn das nicht klappt, also so gar nicht... Immer mal die dafür, dass ich unterschiedliche Knöpfe drücke, muss ich echt sagen, passiert nicht sehr viel unterschiedlich knopfmäßig. Also sieht aus, als wüsste ich, was ich da tue, finde ich irgendwie. Ja? Nur noch zwei Runden. Du machst das super. Das geht. Ich hoffe, Virgil wird dir die Leviten lesen, weil du ihn warten lässt. Ja, der wahrscheinlich mit seinem... Du kannst das Spiel nicht Button-Smashing-mäßig durchspielen, wird er das wahrscheinlich hinkriegen. Let's do it again. Hallo. Huhu. Ich bin wieder bei dir, Digga. Was geht? Guck mal, ins Gesicht, in Schritt geboxt. Einmal die Rumsmurmeln zermahlen. Ja, du kriegst hier einen in die Klöten rein, denn du magst es doch. Gib's doch zu. Wie er auch grinst. Er hat schon recht. Also du hast schon recht, er grinst sich hier an. Oh, warte mal, jetzt lass mich doch mal hier. Lass mich dir doch mal helfen. Komm. Nochmal, ich will jetzt auch mal ins Gesicht. Ja, oh, ins Gesicht und in Schritt. Und wieder Gesicht. Schnell, schnell, schnell. Gesicht, Schritt, Gesicht. Bam! Jawoll! Okay, der Trick ist tatsächlich einfach Button smashen. Das läuft ja deutlich besser als alles, was ihr bis jetzt so gemacht habt. Komm, das war perfekt. Das hätte so in der Fresse sitzen müssen. Ohne Spaß. Jetzt, 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 jetzt. Nein, da blockt er wieder die Sau. Komm schon, komm schon, komm schon. Er ist fast down. Warum nicht? Gib's doch nicht. Oh, Kacke. Das ist die letzte Runde. Mach ihn fertig. Wir hätten das fast in der zweiten Runde geschafft. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Mama Glitzer, Grüße gehen raus und schönen Abend wünsche ich dir. Willkommen hier im Fuchsbau. Ich glaube, dich habe ich noch nicht hier gesehen, deswegen würde ich mal sagen, neu. Willkommen, willkommen. Keine Sorge, es ist nicht immer so stressig wie jetzt gerade. Ist jetzt nur gerade mal. Aber sieht eigentlich... Oh, jetzt gibt's doch jetzt nicht. Das kann doch jetzt nicht. Weißt du, jetzt so dritte Runde dreht er voll am Rad. Unser ganzer Vorsprung wieder weg. Bam, ins Gesicht. Hallo, hallo. Das kann doch jetzt nicht. Das kann doch jetzt nicht angehen. Nein, bitte nicht. Ich will nicht verlieren. Wenn ich verliere, muss ich das alles nochmal machen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Schritt ins Gesicht ist mir geil. Ja, geil. Geil. Hey, das ist nicht mein Ball. Nur wieder so ein blödes Ei. Ist mir egal. Ich kämpfe nicht nochmal gegen den. Zweimal reicht Dicke. Es gibt Fähigkeitspunkte, wenn du das in der zweiten Runde schaffst. Ja, den Zahn musst du dir ziehen. Das läuft nicht. Nee. Wobei, es war knapp. Es war knapp. Wie der kleine Bruder redet. Ja, ich sag ja, er ist nicht unbedingt sehr dankbar dafür, was wir hier gerade tun, ja? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Oh, Lolita Legends. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Schönen Abend auch dir. Huh. Ey, wir haben alle Eier. Das ist nice. Uns fehlt nur noch ein bisschen, bisschen Gekröse. What? Moment. Da müssen wir, glaube ich, über die Dächer tatsächlich. Oh, Spyro, ey, so süß. Oh, bin ich froh, dass das durch ist, ey. Ohne Spaß. Damit hätten wir das schon mal geschafft. Eins der schlimmsten Minigames ist erledigt. Jetzt wird es eigentlich nur noch entspannter. So. Okay, Moment. Ich muss mich konzentrieren. Hier rüber. Während ich mich konzentriere, Frage an euch. Hat irgendjemand von euch, ich muss es jetzt wissen, hat irgendjemand von euch schon Mario Kart für Android oder iOS gespielt? Und wenn ja, wie findet ihr es? Ich muss es wissen. Wenn wir jetzt darüber gehen, kommen wir nicht wieder dahin. Das klappt nicht. Uff, aber da, das geht. Nope, so ein
super süßes Game. Nee. Ich habe da ein Video von einem gewissen Sterling gesehen. Oh ja, den habe ich tatsächlich. Ich habe es erst gedaddelt und dann habe ich ein Video vom gewissen Sterling gesehen. Aber der Sterling und ich sind uns relativ ähnlich. Wenn ihr euch wundert, was ich tue, ich muss eben meine Hausschuhe ausziehen. Mir wird warm. Also vorne habe ich ja gefroren, ne? Jetzt ist mir warm. Upala. Dumpty, hey ho! Vorm ersten Start wieder deinstallieren. Ist auch eigentlich der beste. Also ich sag mal, wie es ist, ne? Die Steuerung ist okay. Es fühlt sich, dafür, dass es ein Rennspiel ist, muss man sagen, echt jetzt nicht so geil an. Da geht, das kennt man jetzt Besseres. Dann habe ich nicht so ganz verstanden, warum es hochkant ist, statt quer. Das, aber es geht. Also ich finde es jetzt nicht super schlimm. Man kann das trotzdem spielen, aber du kannst da keine Kurven einsehen. Ist ein bisschen dumm gemacht. Aber es geht. Das ist jetzt kein Gamebreaker. Aber die Monetarisierung. Hallo, das ist fucking Nintendo. Das Ding ist komplett voll mit allem. Da hast du Lootboxen drinne, da hast du eine Monatsfee drinne, da hast du einen Battle Pass drinne. Da ist ja alles drin, was geht. Also das ist ja unglaublich. Und da war ich ein bisschen hart enttäuscht. Das hätte ich nicht, also das hätte ich niemals für Möglichkeiten von Nintendo. Die haben ja die anderen Dinge auch jetzt nicht super gut monetarisiert, aber das finde ich schon krass. Das ist ja schlimmer als Activision. Das ist ja wirklich so, das ist ja das... Also im Mobile-Sektor schöpfen die stumpf einfach alle Monetarisierungssysteme, die wir Spieler hassen, komplett bis ans Limit aus. Und das halt von fucking Nintendo, weißt du? Krass. Du meinst die Mini-Dicks, die Loot ejakulieren. Ja, das muss man auch sagen. Also wenn man dann eine dieser Pipes nach unten zieht, damit sie das Loot herausspritzen, das ist schon sehr phallusmäßig. Das muss man schon zugeben. Ich spiele Mario Kart nicht mal auf der Switch. Also sonst finde ich Mario Kart eigentlich ganz nice. So zwischendurch eigentlich ganz cool. Dachte mir halt auch so, für zwischendurch so eine Runde auf dem Smartphone ist doch ganz nett. Und ich sag mal so, wenn man nicht anfällig ist für diese Monetarisierungskiste, ist okay. Auch den höchsten Schwierigkeitsgrad halt 200 cc stumpf in einer Paywall zu verstecken, das zeugt schon von gewissen Eiern. Also für Nintendo, ich war erstaunt. Hätte ich nicht gedacht, dass Nintendo mal so krass abdreht, was Monetarisierung angeht. Aber das ist schon greedy, würde ich mal behaupten. Ansonsten ist es an sich okay. Es ist okay. Aber das hätte, also da hätte mir das Prinzip von Mario Run besser gefallen. Haust du einmal 10 Euro rüber und dann kriegst du ein solides Mario Kart ohne Lootboxen, ohne Scheiß. Einfach so zum Spielen auf dem Android und kannst von mir aus, keine Ahnung, sonst sollen die noch Skins verkaufen, wenn es unbedingt sein muss. Aber Lootboxen, schwierig. So, wir müssen das Level verlassen. Und dann ist ja heute noch Call of Duty Mobile rausgekommen. Hat das jemand von euch gespielt? Also ich bin ja kein Handyzocker. Ich gucke mir das meistens aber einfach aus Interesse trotzdem an. Also sowas wie Mario Kart, da war ich einfach echt neugierig, wie wird es wohl sein? Und die Antworten folgten ja relativ schnell dann im Internet. Die meisten Leute waren noch etwas überrascht, sagen wir mal. Bin ich irgendwie doof? Irgendwie bin ich doof. Ich finde den Ausgang nicht. Hat irgendjemand schon Call of Duty Mobile gespielt? Und wenn ja, wie findet ihr das? Du standst eben davor. Ja, man muss auch mal komplett außen rum gehen, um das Level nochmal zu zeigen. Ist alles Absicht. Ist ja auch nicht so, als würde ich Zeit schinden wollen, um noch einen weiteren Spyro-Team statt einen, ich habe schon vergessen, wie es heißt, Devil May Cry-Stream machen zu können. Ich mag Shooter am Handy gar nicht. Ich mag Shooter auch alles, was nicht mit Maus und Tastatur ist. Katastrophe. Beim Tor zum Katzenhockey. Ah ja. Handy spiele ich nichts weiter, ist mir alles zu klein. Meine Augen wären ja nicht besser. Da musst du dir einfach nur ein größeres Handy holen. Dann geht das. Ne? So einen dicken Kavenz. Ich weiß nicht, wieso sind wir im Wasser? Aber ja, klar. Es ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ich zocke auch generell keine Shooter. Braucht das auf meinem Bildschirm. Mehr brauche ich auch. Wie wär's mit einem Call of Duty Mobile Stream? Nee, danke. Lass mal stecken. Ich freue mich auf Medieval als nächstes. Oh ja, Medieval wird cool. Da muss ich mal schauen. Vielleicht Let's Play ich das. Also ich habe das Original halt nicht gespielt, aber ich habe mir das Remaster mal bestellt, weil dieser Klassiker mir vorbeigegangen ist und ein Kumpel das mir empfohlen hat. Deswegen gönne ich mir das mal und schauen wir mal. Meine bessere Hälfte meint schon, meinst du dieses Spiel mit dem Skelett da wo von der PlayStation? Das ist voll kacke. So, okay, alles klar, scheiße. Jetzt habe ich schon zwei Meinungen, ne? Einmal den Remaster vom Kumpel ist super gut musst du haben und einmal meine bessere Hälfte meint, ist voll kacke, ist voll kacke. Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dieses Call of Duty dann auf dem Handy mal ausprobiert und erstaunlicherweise ist es relativ spielbar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe es mit dem Schießen und so ganz, ganz solide gelöst. Aber es hat auch nichts für mich. Aber die sind nicht so greedy wie Nintendo, tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht. Also, das ist nicht so schlimm. Oh, hallo. Hi. Wieder
Sie in Spyro. Greta, wie geht's dir? Diese Zauberin hat die Raketenpläne des Professors geklaut. Und ich bin auf einer Geheimmission, um sie zu finden. Händel sollte mich hier treffen, aber ich finde ihn nirgends. Kannst du mir helfen? Ich denke schon. Hier gab's, glaube ich, auch ein widerliches Minigame. Ich bin mir nicht mehr sicher. Medieval war mein erstes richtiges Game neben Ocarina of Time. Oh, ja, Mann. Ocarina of Time war so eins. Also bei mir ging's los mit Super Nintendo eigentlich. So primär. Ganz früher natürlich, klar. DOS-mäßig. Mein allererstes war Prince of Persia. Für DOS noch. DOS. Und dann hatten wir, was hatten wir noch? Wie hieß denn dieses komische The Blob? Da hat man im Duke Nukem 3D-Style nur Müll eingesammelt und Dreck weggewaschen und sowas. Als eine Ente oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das hieß nicht The Blob. Irgendwie so, doch, es hieß auch The Blob, aber nicht das neue komische Blob, wo man mit Farbe rumsprüht für die Playstation. Sondern halt auch so eine alte DOS-Anwendung, wo man mit Seife Dreck wegwäscht und so ein Kram, aber ich habe das sogar mal wieder gefunden. Und danach hatte ich schon Duke Nukem 3D und dann ging es weiter mit Ocarina of Time. Dann bin ich so zu den Konsolen ein bisschen übergegangen und dann primär PC in all seiner Wundervolligkeit. Oh cool, bumm. Das sieht ja mal hübsch aus, so. Ich will mal noch eine. Okay, das scheinen wir für irgendwas zu brauchen. Erstmal wieder lesen. Hier gibt's die geile... Oh nein, hier gibt's diese Drachenkacke. Ich glaub's ja nicht. Wobei das mit dem FPS und der Steuerung sollte klappen hier. Medieval ist auch an mir vorbeigegangen, genau wie Metroid. Metroid habe ich auch nie gedaddelt, tatsächlich. Ist das diese Greta Thunberg? Nee, ich glaube, sie sieht ein bisschen anders aus. Klar, NES hatte ich auch und Sega, aber so richtig der Suchtverfall hat mir OOT und Medieval. OOT hat mich auch so... Da ging es so richtig los. Dachte erst, du meinst Katamari. Nee, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war so irgendwie so Blob, glaube ich. Am Anfang war dann so ein Typ in so einem Ranger-Outfit, der mit dir so eine Lagebesprechung gemacht hat. Und dann hat diese erste Map ist ein Busparkplatz. Da ist man einfach draußen in so einem Busparkplatz, läuft dann zwischen geparkten Bussen und Autos umher und muss da sauber machen. Ich hätte hier was übersehen, aber das ist da hinten. Da kommt man bestimmt von da hinten dann nachher hin. Wir nehmen das mal mit vor Shits and Giggles. Und schießen auf den da. Wow, ich habe drüber geseiert. Nice. Da kommt der Skill. Da kommt der Skill raus. Tiefer bitte. Der aimt aber auch ein bisschen komisch nach oben, ne? Also jetzt mal wirklich. Jetzt mal wirklich. Ohne Spaß. Geh mal näher ran. Hallo. Okay, ich glaube, jetzt hat's geklappt. Ja, er ist in bunten Farben aufgesplattert. Alles wird gut. Die respawnen hier, glaube ich, immer, ne? Da ist nicht schlimm, wenn man nicht alle umbringt, weil die verlieren, glaube ich, keine Edelsteine. Na doch, einmal muss man. Alles klar. I do not recall. I cannot recall. Hallo. Den haben wir. Bleib doch mal hier, ich muss dich nicht noch umbringen, den einen da. Der eine hat keinen Bock. Ob das wohl geht? Ja, er läuft. Haben wir dich schon? Nee. Okay, das ist da oben. Oh, hier geht's auch noch rein. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Aber keiner an der Decke. Sieht ja lustig aus. Muss erstmal ein Stückchen Kaffee trinken. Los geht's! Huah! Na also. Was lange währt, wird endlich irgendwie gut. Ich hab das Gefühl, die gingen, glaube ich, weg, ne? Oder auch nicht. Oh, ein Ei. Nice. Noodles. Oh. Noodles. Noodles ist sportlich aktiv und kann Rad schlagen. Richtig nice Sache. Oh, Elide, ich muss dir was erzählen. Bei uns hat ein neues Schnellrestaurant eröffnet.
Und die machen auch so Rollos und auch Kebab, aber immer noch kein Döner. Wir haben immer noch keinen vernünftigen Döner. Also insofern, nee, ich dachte, ich kann dich jetzt aufstechen und sagen, jetzt haben wir auch einen vernünftigen Döner. Aber nee, es ist halt eher so Kebab. Also das ist immer noch, es ist halt Fertigbrot und auch nicht so viel Gemüse drin wie bei Ilo. Insofern, er fehlt immer noch. Es fehlt doch immer noch. Aber trotzdem, neue Fressbude. Und nicht schlecht, wenn man sich mal eben schnell so einen Dürüm rausholen will oder mal eben so ein Rollo-Kebab, kann man sich gönnen. Ist nicht schlecht. Aber gleich wieder überlaufen, wie das hier bei uns im Ort immer ist. Ne? Sobald irgendwas zum Fressen aufmacht, alle sind sie da. Dann dreht ganz Facebook ab, die Welt dreht komplett durch. Neue Fressbude, alle hin. Die haben nicht mal mehr komische Flyer. Es ist alles weg. Voll geil. Voll geil. Auch die ganzen Kollegen, alle waren sie schon da. Alle gleich mal ausprobieren. So ist es Brauch hier. So ist es. Au, scheiße, der explodiert ja. Das war ein bisschen dämlich. Hallo. Oh, schnell sein. Oh, nein, 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 nein. Ja, haben wir. Oh, der schießt. Der schießt. Man merkt, ich bin ein bisschen nervös, ne? So, hier mal die Lyrics von Burn Him Up. He's just a little dragon now. One day he'll take off from the ground. You'll find no flyer guy around. He's got an awesome tail, even if he's small in scale. Packing punches pound for pound, so light him up and burn him down. Endlich ein... Boy, heute hat das einfach gefehlt. Das heißt, es fehlt noch ein Dönerladen. Ein richtiger Dönerladen, so ein Ilo. Der fehlt hier noch. Wenn der hier hinziehen würde, würde er sich dumm und dämlich verdienen. Da kann er, da kommen. Nee, da reicht dieser Ort hier. Ich sag dir das. Die sind alle verfressen. Ich muss die Kanone benutzen, um rüberzukommen. Klettere einfach an Bord. Ich muss zuerst meinen Geist befreien. Alles klar, Greta. Das ist wahrscheinlich tatsächlich auch für die Umwelt am besten. Einfach mit der Kanone. Das ist besser als mit dem SUV. Ich wäre sonst mit dem SUV rübergefahren, ne? Oder fliegen. Kurzstreckenflug. Aber Kanone geht wohl. Jeez. Okay, ich glaube, diese Kiste gab es auch nur einmal, oder? Oder habe ich schon ein paar übersehen? Bin mir schon nicht mehr sicher. Wir kriegen das gebacken. Keine Sorge, Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Damit dieses Kügelchen irgendwas? Ne, das sah einfach nur fancy aus, ne? Ah, du. Oh, holy shit, was ist denn hier los? Leute, ihr müsst mal echt euch entspannen. Sowas geht hier doch mal nicht. Oh, hallo? Was soll denn das? Du kannst doch nicht meinen Oreo-Drängen angreifen hier. Oh, ich habe noch eine Rakete im Mäulchen. Warte. Oh, mit diesem PlayStation-Controller. Da wäre eine Maus schon geiler, muss ich gestehen. Ne, das ist noch eine. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Und ich sehe niemanden an der Decke hängen. Der Raum ist safe, der Raum ist safe. Du, 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 du. Dann noch eine Frage eigentlich gingen die Lyrics noch weiter, aber da hat nicht in die Textbox gepasst. Kannst ja mal in Discord hauen, sonst, das geht ja immer. Discord hat Platz. Auch nicht unendlich, aber genug, glaube ich. Frage mal in den Chat so, gibt es irgendwelche Games, auf die ihr euch diesen Monat freut? Und wenn ja, worauf freut ihr euch so diesen Monat? Bin mal neugierig. Ich habe tatsächlich diesen Monat bis auf Medieval und da, also ich freue mich, darauf freuen ist jetzt übertrieben. Ich bin mal gespannt. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht gespielt, deswegen so unbedingt die dicke Freude würde ich jetzt nicht, oh scheiße, rausschreien, aber bin mal gespannt. Ansonsten tatsächlich habe ich, glaube ich, persönlich nichts auf dem Plan, aber es sind ein paar Games auf mein Radar gekommen. Einmal irgend so ein, habe ich schon vergessen, wie es heißt, wo man irgendwie in so einer Welt spielt, wo anthropomorphe Stämme leben. Das ist auch so ein Fuchsstamm. Hat mich also nur getriggert wegen den Füchsen da drinnen. Lolita Legends, Grüße gehen raus und vielen Dank fürs Abonnieren oder Subscriben. Ich habe keine Ahnung, wie das hier heißt. Du weißt schon, das, was du gerade gedrückt hast. Dankeschön. Ich werde noch richtiger Pro-Twitcher. Eines Tages. Mein Mann hat eben eine Katze GTA 5 umgebracht. Einfach gehauen und dann lag sie. Er wollte sie streicheln. Also ich muss gestehen, man streichelt Katzen jetzt anders.
Manchmal streicheln wir unsere auch etwas fester, wenn sie wieder was Dummes gemacht hat, aber niemals hauen. Das würden wir nicht tun. Wie ich jetzt kürzlich erfahren habe, ist unsere Katze ein kleiner Schelm, der beim Nachbar aus dem Teich die Fische klaut. Das hätte ich ihm niemals zugetraut. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Katze, wir haben dem immer als lebensbehindert wahrgenommen, dass der überhaupt zu sowas in der Lage ist, einen Fisch aus einem Teich rauszuholen. Aber offensichtlich geht das. Wir haben uns nämlich letztens gewundert, warum so der Teich stinkt. Und dann ist es relativ schnell klar geworden. Als mein Nachbar mal fragte, so mal, habt ihr so eine getigerte, orangene Katze so? Ja, wieso? Ach, dann fing er an zu erzählen. Ja, der ist es. Juhu, Hallöchen an euch. Grüße gehen raus, Danielchen. Moin, moin. Die Zauberin scheint die Pläne schon benutzt zu haben, ja, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folgt mir. Bewupp. Da nicht, da nicht. Achso, da nicht für. Stalke dich halt nicht mehr nur auf YouTube. Alles gut, alles gut. Bam, bam, bam. Greta hat's drauf. Das Gute ist, die Münzen fallen auch tatsächlich raus. Hätte ich ihr jetzt nicht unbedingt zugetraut, dass sie so krass drauf ist, aber läuft bei Greta. Was läuft bei ihr? Ah, der Affe. Der blöde Affe. Wobei, hier finde ich den okay. Im Original fand ich den schrecklich, aber hier geht der eigentlich. Er ist auch vom Charaktermodell eigentlich ganz cool designt, muss man sagen. Ich freue mich auf das Remaster von Grandia auf der Switch. Habe ich gesehen, das kommt auch für Steam. Hey, sieh mal, was in der Rakete war. Sie müssen versucht haben, sie in den Orbit zu bringen. Da vielleicht auch ein bisschen Freude sogar. Ja, doch, doch. Habe ich schon verdrängt. Ich habe noch das gefunden, also Grandia. Dann dieses komische Game mit den anthropomorphen Tierstämmen. Ich bin zum Abendfee, um die Rakete des Professors Pferdes zu bauen. Joa, dann mal los, du, ne? Uff. Und dann habe ich noch gefunden, ich habe vergessen, wie es heißt, aber irgend so ein Game, wo man eine Taverne, so eine mittelalterliche Taverne leiten muss. Das fand ich irgendwie auch eine ganz witzige Idee. Und dann geht aber auch eine Story drumherum, um irgendwie Krieg und Königreich und keine Ahnung. Aber das klang ganz witzig, stelle ich mir eigentlich ganz chillig vor. Habe ich Burn'em abgeschrieben, meinte Burn'em Down, ist doch beides gut. Also hier fehlt uns der Affe, wir können aber trotzdem mal runtergehen und gucken, ob hier noch was ist. Nein. Nur der Affe, den brauchen wir erst noch, den gibt es aber hier irgendwo, glaube ich. Sonst erst im nächsten Gebiet, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber keine Sorge, es gibt noch genug Ekliges hier zu tun. Viele, viele schöne Minigames warten auf uns. Da hinten ist eins. Dann hier seitlich, glaube ich, war noch eins. Ja, guck mal. Hinein! Na, Hänsel. Ich sehe ein Ei hinter dir, aber es ist weit weg. Du musst den langen Weg durch all diese Rhinoxe nehmen, um es zu erreichen. Selbstverständlich muss ich den langen Weg gehen, sonst wäre es ja zu einfach. Okay. Hallo? Du bist so knuffig. So, okay, wir gehen den langen Weg durch all diese Rhinoxe. Holy shit. Okay, warte mal. Ja, wie müssen wir den ja auch angreifen können? Wir brauchen Raketen. Ah, nachher gibt es, glaube ich, von oben welche. Wir kommen nachher nochmal wieder. Oh, oh. Lassen Sie das bitte. Hier bin ich beim Let's Play mal in die Lava gelatscht, weil ich dödelig bin. Das passiert mir heute nicht mehr. Immerhin. Wenn ich schon das mit dem Tor verschissen habe. Okay, der wollte nicht sterben. Schlimm ist, wir müssen die halt echt alle kriegen, weil wir brauchen die Münzen. Wir brauchen die Münzen. Oh. Am besten drauf zustürmen. Das geht wohl am optimalsten. So, mit dieser Rakete können wir uns nun auch um die Dicken kümmern. Zwar ein weiter Weg zurück, aber ich gönne mir das. Ich gönne mir das einfach. Was? Die Affenmission ist nervig, aber hallo. Die sind eigentlich alle so ziemlich nervig. Wobei diese komische Wildweststadt, die ist eigentlich ganz witzig. Diesen Monat sollte am besten nichts Passendes für mich rauskommen. Hab zurzeit noch 3 Projekte gleichzeitig zu laufen und schafft es kaum. Ja, das Problem kenne ich. Man nennt das, Kuren ist aber nicht schlimm. Man nennt das einfach den Backlog. Der wächst und wächst und gedeiht und man holt den niemals an. Ich habe es inzwischen auch schon aufgegeben. Theoretisch bräuchte ich keine neuen Spiele mehr kaufen. Ich könnte einfach nur das, was ich auf Steam habe, mal abarbeiten. Da bin ich locker noch die nächsten 10 Jahre beschäftigt. Aber irgendwie, dann kommt da doch wieder irgendwas Geiles Neues, worauf du dich freust und dann ist es ja doch hart. Okay, warte.
Crystal, Frage an dich, falls du noch da sein solltest. Hast du dir oder gönnst du dir oder wirst du dir das neue Call of Duty organisieren? Und wenn ja, wie stehst du zu den aktuellen, zur aktuellen Situation rund um die Lootbox-Kisterei? Activision hat ja bei den Lootboxen mal wieder einen draufgesetzt. Dass da Lootboxen reinkommen, war ja klar. Aber diesmal haben sie einen fiesen kleinen Hint im Vergleich zu den vorherigen. Weswegen die gestern oder heute eine Notstandssitzung einberufen haben, weil die Pre-Order-Zahlen tatsächlich sonst, ihr kennt das ja, ne? Wie das gleich wie bei Borderlands 3. Borderlands 3, scheiß Epic Store, kaufe ich nicht, das werde ich boykottieren, bis es auf Steam rauskommt. Und trotzdem natürlich das meistverkaufte Borderlands, ist ja logisch, weil wird halt viel geschnackt und wenig gemacht. Sind ja nicht alle so wie ich und kaufen das dann wirklich auch nicht. Ich warte schön ab. Ich spiele schön den ersten und den zweiten und den Pre-Sequel nochmal durch und dann ist es auch bugfrei auf Steam. Fertig. Aber ja, würde mich mal interessieren, solltest du noch da sein und auch die anderen könnt ihr gerne was beschreiben. Hab früher halt gerne Shooter gespielt, ich bin inzwischen auch ein bisschen raus, weil mich sowohl Battlefield als auch Call of Duty irgendwie nicht mehr so reizen. Früher war das halt irgendwie, so Battlefield 3 war noch richtig geil und dann, weiß ich nicht, dann fing das an mit diesen Skins und bla und Supply Drops und den ganzen Scheiß. Irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Das reine eigentliche Spielen ist einfach so voll in den Hintergrund gegangen. Erinnert ihr euch noch an damals, wo man Counter-Strike gespielt hat und da gab es keine Achievements, keine Leatherboards, kein gar nichts. Du hast es einfach gespielt, weil du das spielen wolltest und weil es Spaß gemacht hat, sich Taktiken auszudenken, mit deinem Team irgendwie daran zu arbeiten, gut zu werden, den Feind halt auszutricksen, die Strategie des Feindes zu erkennen und dann einfach seine eigene anzuwenden. So war das mal früher. Heute geht es nur noch um XP-Balken, wer hat das geilste Loadout und hier jenes und dies jenes und bla. Aber das eigentliche Spielen, das fällt auch immer so ein bisschen in den Hintergrund irgendwie. Immer mehr. Da hast du dann die Currency und die Ingame-Currency. Dann hast du Ingame-Währung 1, Ingame-Währung 2, Echtgeld-Währung. Und die Ingame-Shop, DLCs, irgendwelche komischen Supply-Boxen, wo du dann deine Waffen nicht mehr einfach so kriegst, sondern du musst die dann aus Lootboxen ziehen, die du jetzt im neuen Teil nur noch für Echtgeld kaufen kannst. Grüße gehen raus an Activision, nice Sache. Kann man nicht mal mehr Ingame erspielen, so wie vorher. Nein, ihr müsst die jetzt mit Echtgeld kaufen. Ich weiß nicht, ich vermisse diese alte Zeit, wo man einfach nur ein Spiel gekauft hat, so jetzt hier wie Spyro, du hast ein Spiel gekauft und hast es gespielt. Und im Multiplayer-Spiel hast du ein Multiplayer-Spiel gespielt, um es zu spielen. Ja. Hey Fuchs, danke für den Rang, Grüße gehen raus. Hat ja ein bisschen gedauert, ne? Aber wer nervt, muss warten. So ist das. So ist das Prinzip. Sam. Grüße gehen raus, Sam. Bin ich so der COD-Fan, um ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt auch nicht als Mega-Fan. Ich habe das früher gern gespielt, damals, als das noch den ersten und den zweiten halt noch ganz früher. Da war da noch was anderes. Und dann, ja, wann habe ich aufgehört? Modern Warfare habe ich so nicht mehr mitgekriegt. Bei Modern Warfare 3 oder so bin ich nochmal wieder eingestiegen. Und seitdem, ich nehme die zwei immer mit. Ich kaufe die meistens auch, spiele sie aber nicht. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, mit dieser Lootbox-Kacke da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist mir zu nervig. Dann kann ich kann es mir dann auch, das Geld kann ich mir auch sparen. Ist echt wahr. Und so wird das dieses Jahr sein. Und dann den geilen, Tschüss, jo, hauen Sie rein, kann leider nicht bleiben, viel Spaß, euch noch, auch Robby, du hast auch ein kurzes Vergnügen, aber danke, dass du kurz reingeschaut hast. Bis nächstes Mal. Oder wieder in Minecraft. Ne, und dann haben sie jetzt, das fand ich halt auch so geil, da gibt's für Leute, die Call of Duty das neue kaufen für die PlayStation, die bekommen Exklusivinhalt, und zwar einen kompletten Game-Mode, der nur auf der PlayStation 4 spielbar ist, und zwar exklusiv für ein Jahr. Und wer Call of Duty kennt, weiß ja, das ist ein jährliches Franchise. Das heißt, das spielt man ja nur ein Jahr. Dann kommt ja schon wieder das neue Call of Duty und dann stirbt das alte ja einfach aus, weil es keiner mehr spielt. Geile Aktion, oder? Das heißt, als normaler PC-Dödel wirst du diesen Game-Mode wahrscheinlich niemals richtig spielen können. Weil wenn er dann endlich auf dem PC verfügbar ist, dann keine Sau mehr daddelt, weil sie ja alle Core-Gamers dann zum neuen Call of Duty wechseln. Richtig geil. Activision dreht mal wieder am Rad. Darfst du echt nicht unterstützen. Ist einfach so. Man muss sich da wirklich zurückhalten. Es fällt mir ja auch immer schwer. Aber diesmal, so seit dem Epic-Ding, bin ich ein bisschen anders drauf inzwischen. So, ich ziehe jetzt meine Sachen auch echt durch. Das mit den Pre-Ordern, da wusste ich ja sehr lange, dass es dämlich ist. Habe es trotzdem aufgemacht. Ich mache es auch heute immer noch bei zum Beispiel so Sachen, wo ich weiß, das wird schon passen. Sowas wie Pokémon zum Beispiel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon so kacke wird, dass ich bereuen werde, ist selten. Da muss Nintendo schon Lootboxen einbauen. Und wenn die so weitermachen, wer weiß. Wer weiß. Könnte ich mir noch vorstellen. Dann ziehst du die Pokémon bald nicht mehr aus Bällen, sondern aus Lootboxen raus. Richtig geil.
So, mal eben weiter gucken. Wo zeigst du jetzt hin? Irgendwo da? NFS Pre-Order. Yeah! Need for Speed Heat? Nicht wirklich, oder? Um Gottes Willen. Also Need for Speed ist ja tot seit... Um Gottes Willen. Wann haben die denn angefangen? Wann ist das denn... Wann war der Verfall begonnen? Ist schon ein bisschen länger her. Aber das letzte war ja richtig Katastrophe. Und das jetzige... Um Gottes Willen. Also die... Also alleine der Test von GameStop. GameStop wertet ja fast immer gut. Die GameStop-Leute, den... Die waren früher auch mal so total... Ich bin ja GameStop-Fan erster Stunde. Ich habe das auch immer noch abonniert. Ich habe sogar noch die Zeitschrift abonniert. Ich mag die immer noch. Aber früher war das ein anderer Schnack, als die ganzen alten Hasen noch da waren, als sie noch die Redaktion gemacht haben und so. Da war GameStar noch ein cooler Laden. Inzwischen sind die auch sehr gestreamlined und irgendwie... Weiß ich nicht. Hab ich jetzt doch einer drin vergessen? Nee. Wo zeigt ihr denn hin? Ach, das ist das hin. Da, wo ich hin wollte und es nicht packe. Auf jeden Fall, selbst die haben das neue Need for Speed in der Preview schon richtig zerfickt, dass das einfach nur, oh je. Dann muss es wirklich kacke sein, wenn sogar die GameStar mal sagt, jo Leute, das ist doch mal wirklich richtig kacke. Ich hätte dich jetzt tatsächlich nicht als Need for Speed Person eingeschätzt. Also ich habe den ersten, klar, die ganzen alten Porsche und so, ja. Dann noch Underground 1 und 2, auch noch geil. Dann kam Most Wanted, was viele schon nicht mehr mochten. Ich fand das immer noch gut. Und dann begann der Verfall. Ich habe einfach mal den Link zu Burn 'Em Down in Discord gepackt. Ja, so war ja der Plan. Das war der Plan. Hast du gut gemacht. Ah, guck mal, unsere Drachen. Kennt ihr sie noch? Warte mal. Bevor wir uns um die Drachen kümmern, vor lauter Schnacken, voll vergessen, wir müssen kurz 5 Minuten Pause machen, Leute. Ihr müsst aufs Klo gehen können. Das geht so nicht. Ihr müsst euch mit was zu trinken versorgen können. Somit machen wir jetzt hier, bevor ich mich um die Drachen kümmere, 5 Minuten entspannte, gemütliche Pause. Ihr könnt kurz Pipi machen gehen, euch mit neuen Getränken und Knabberkreien versorgen. Und dann sehen wir uns gleich in 5 Minuten hier zur gleichen Stelle wieder. Bis gleich. Gesundheitsbeiruf. Bis gleich.
da sind wir wieder. Ich muss mal mein Köln-Tröderchen wieder zu an mich bringen. Sehe ich noch immer ridiculous genug aus? Ich glaube schon, ja, das passt schon. So, erstmal nachgucken hier. Need for Speed Heat, ich habe sie alle. Was hatten wir? Oh man, Need for Speed, lang ist her. Oh, Need for Speed und Gran Turismo. Gran Turismo steige ich wieder mit ein. Das habe ich damals auch geliebt. Den, oh, Spyro, streck dich mal. Vor allem den zweiten Teil. Und dann, wie hieß es? Gran Turismo Expect oder so für PlayStation 2. Das haben wir gesuchtet ohne Ende. Da gab es irgendwann dieses 999 Runden um diese Rundstrecke fahren, um diesen komischen Formel 1-artigen Wagen zu bekommen. Das haben wir dann durchgezogen. Ansonsten bin ich immer schon mehr so der Rally-Typ gewesen. Also damals noch Colin McRae Rally und dann später Dirt. Die fand ich halt geil. Und V-Rally war damals auch cool. Underground 2 ist mein Favorit und Midnight Club 3. Need for Speed und Gran Turismo hättest du mich nicht als Need for Speed-Typ eingeschätzt. Davon bin ich auch nicht als VR-Mensch. Du wirst nicht glauben, wie ich meine Rennspiele zocke. Oh, pass auf. Jetzt müssen wir schnacken. Jetzt kommt der echte Schnack. Hinter mir, in dem anderen Raum. Da hatte meine bessere Hälfte sein Reich. Und der ist genauso wie ich auch so ein Rally-Freak. Aber der ist noch eine Ticken weiter. Wir haben so ein Lenkrad mit auch dann mit so einem Knüppel und Kuppeln und all den ganzen Schickimicki. Und natürlich auch eine VR-Brille. Und wenn, dann Rennspiel geht inzwischen nur noch mit VR-Brille. Und die Schweine von Colin McRae und inzwischen Dirt haben ja dieses Dirt Rally rausgehauen, das eine VR-Brillenunterstützung hat. Und das ist schon eine leckere Sache, muss man sagen. Also es macht schon richtig Bock, dadurch zu heizen. Grüße gehen raus an Diana und Elite Dragon. Die wissen Bescheid. Und jetzt haben die ja den neuen Teil rausgeballert und kein VR-Support mehr. Was für Dödel, aber angeblich rüsten die den doch irgendwann mal nach. Der soll noch kommen. Ich bin mal gespannt, ob das noch passiert. Aber wenn du halt einmal Rally-Spiele mit, oder überhaupt so Autorennspiele mit VR-Brille gespielt hast, da willst du eigentlich nicht mehr ohne. Ich habe auch den Truck Simulator mal damit gespielt und es ist so witzig. Da kannst du deinen Kopf so nach hinten bewegen und dann guckst du halt auch wirklich aus dem Truck raus. Genial. Und da kannst du deinen Sitz einstellen und ich war so am Pumpen und habe mich dann irgendwann aus dem Dach meines LKWs rausgepumpt und konnte von oben hinabblicken auf das Geschmeiß, das sich Menschheit nennt. Das war wunderschön. So, genug geschnackt, wir machen erstmal weiter. Du musst dieses Combo-Power-Up benutzen, um die Feuerdrachen zu besiegen. So kannst du Superflug und Superflamme genau so gleichzeitig das, ja, benutzen. Ist also ganz anders köstlich zu zocken. Ist ja richtig köstlich. Besiege die zwei fliegenden Feuerdrachen. Die Schwänze der Feuerdrachen wachsen nach, wenn du sie in Ruhe lässt. Das wollen wir ja nicht. Wir müssen sie ja besiegen. So, ihr Lieben. Ich habe es gerade meiner besten Hälfte erzählt, meine Schatzi. Rapper, was ich gleich machen muss, die Drachen besiegen. Und das Einzige, was er noch meint, er erinnert sich noch. Na, komm raus. Aber dann komm. Oh Mann. Ich glaube, das ist schlimmer als im Original. Ich habe den roten. Wir müssen mit dem roten anfangen. Wir müssen erstmal die Pattern. Ne, wir nehmen erstmal den. Wir müssen die Pattern lernen. Wir brauchen den nicht hinterherfliegen. Das ist schwachsinnig, weil man ist nicht so schnell wie die. Man muss nur wissen, wo sie wieder rauskommen. Holy shit. Okay, Moment. Ich habe das Gefühl, so. Ich erinnere mich nicht daran, dass die so geflogen sind. Oh oh. Wo ist er jetzt rein? Wo ist er jetzt rein? Und wo kommt er wieder raus? Hier kommt er, glaube ich, wieder raus. Ja. Oh, Kacke. Seit wann kommen die denn da beide raus? Ich erinnere mich da nicht dran, dass die da beide rauskommen. Er kommt jetzt gleich da raus. Da ist er wieder. Kommt er gleich da hinten raus? Sag ich doch, komm schon! Ah, oh je! Yeah. Holy shit, jetzt kommt er gleich da raus. Ich hab ihn verloren! Ich hoffe mal da, ja? Okay. Jetzt kommt er gleich da hinten raus. Man muss immer ein bisschen Umwege dann fliegen. Oh nein! Der Trick ist, sie halt nicht zu rammen. Oh, holy shit! Wieder verloren. Jetzt kommt er gleich da raus. Okay, warte. Wieder ein bisschen Umweg. Komm schon, sind noch der Kopf!
Er kommt gleich da raus, er kommt gleich da raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ah. Scheißdreck. Ah. Oh nein. Oh, ja, den ersten. Oh nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten ihn. Ich dachte, scheiße, warte, jetzt kommt er gleich da raus. Oh, Mann, du. Wir haben es gleich. Oh nein! Komm schon. Gib's doch nicht. Ja, nein! Ja! Komm schon! Das kann doch nicht! Jetzt kommt er gleich da. Muss da. Ja. Ist nur noch ein Kopf! Yo, den ersten haben wir! Nice! Okay, erstmal Pause machen. Muss jetzt mal holen, erstmal Chat lesen. Aber als was für ein Soccer-Typ hättest du mich denn eingeschätzt, wenn schon Need for Speed raus... Ich hätte jetzt eher so gedacht, so Final Fantasy, sowas in diese Richtung, Rollenspiele, auch eher so aus dem asiatischen Bereich, hätte ich jetzt eher gedacht. Aber ich bin positiv überrascht. Wobei, also eigentlich, jeder kann zocken, was er will eigentlich. Es gibt eigentlich nichts, wo ich kein Verständnis für habe. Selbst für die Simulator-Leute habe ich Verständnis. Seitdem ich den American Truck Simulator gespielt habe und tatsächlich auch Spaß daran empfunden habe, kann ich es jetzt nachvollziehen. Ich kann zwar sowas wie THW-Simulator, so ein Kram. Schwierig. So, Leute, ich bin dann mal weg. Jo, alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Abend, gute Nacht und bis demnächst vielleicht dann bald wieder. Den Need for Speed... Underground 2 auf PC habe ich die Beta-Map reingehauen. Sind alle Rennen befahrbar, aber ohne Barrieren. Also quasi Open World. Selbstgemachtes Open World. Need for Speed 2 Underground. So, jetzt machen wir den roten noch. So, er kommt gleich da hinten raus. Man muss einfach die Pattern auswendig lernen. Wo fährt er jetzt hin? Komm schon. Man muss immer ein bisschen vorhalten. Wo willst du jetzt hin? Sag doch, wo du hin willst. Gib doch laut. Jetzt geht er da rein, dann kommt er gleich hier raus. Schon mal draufballern. Ja, genau. Immer schön reinwemsern. Oh, komm schon. Alter Schwede. Er kommt gleich wieder da vorne raus, schon mal draufballern. Kommt er gleich da raus. Ah, komm sie. Ah, ich bin mal ein bisschen zu schnell, aber geht trotzdem. Man muss es einfach nur wollen. Jetzt kommt er gleich wieder da hinten raus. Schon mal schießen wieder. Schießen. Jo. Ah, komm schon. Oh je. Ah. So doll kannst du gleich vorhalten. Oh, oh. Ich liebe diese Mission. Ich liebe sie. Komm schon, ja! Kommt man die früher eigentlich auch schon rein, Alter. Rammen, ohne dass man keine Leben verloren hat. Geil. Das ist ein Deutsch. Beste in Deutsch von den Welt. Oh, komm schon, nur noch den Kopf. Komm schon! Ah, jetzt gleich. Komm schon. Ja! Oh nein, das wird scheiße. Ich fliege ihm entgegen. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ah, es ist doch nur noch der Kopf. Ich muss doch nur noch den Kopf treffen. Er wächst gleich wieder nach. Ja. Komm schon. Oh nein. Nein. Warten Sie. Ah, yeah. Nein, der ist nachgewachsen. Just in dem Moment, wo ich ihn getroffen habe. So eine Scheißsau. Warten Sie. Juhu. Das habe ich aus der geschmolzenen Lava gefischt. Hier, nimm das. Das habe ich aus der geschmolzenen Lava gefischt. Ewan, gibt ein Achievement. Ich habe übrigens mir tatsächlich mal ein Glas Cola gegönnt. Sowas trinke ich ja sonst gar nicht. Aber Schatz hat gerade welche in den Kühlschrank gestellt. Und ich dachte, ja, da trinke ich ihm die Hälfte weg. So. Okay. Damit sind wir hier durch. Ja. Jetzt müssen wir nur noch alle Münzen einsammeln. Aber das ist ja gemütlich. Das kann man eben gemütlich nebenbei machen. JRPGs gehören hauptsächlich dazu. RPGs generell, Beat'em Up wie Jump Force, Hack and Slay wie Devil May Cry und Diablo und sowas. Das ist ja auch, also so
abseits von Devil May Cry auch sowas wie halt Diablo oder Torchlight? Spielst du sowas auch? Das gute Torchlight. Das gute Diablo 2. Die Beta-Map beinhaltet auch die Straßen, die normalerweise durch Baustellen blockiert sind. Nur, dass die damit nur befahren. Das klingt aber jetzt weniger nach einer Beta-Map. Das klingt eher mehr nach einem Mod oder so. Au, scheiße. Wieso habe ich meinen Flugkram nicht mehr? Ich dachte, ich könnte noch fliegen, aber kann ich nicht mehr. Diablo sowieso. Hab Diablo gesuchtet. Jahrelang. Jo, ich schließe mich an. Vor allen Dingen den zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich tatsächlich nicht gespielt. Also ich bin erst mit dem zweiten Teil auf Diablo aufmerksam geworden. Und auch nur durch einen Kumpel. Weil ich war da zu Besuch und musste eigentlich schon los. Also meine Mutter war schon quasi auf dem Weg, mich abzuholen. Wir sind damals noch dorfiger gewohnt als jetzt. Also so richtig auf dem Dorf. Da gab es keinen Bus oder sowas. Ne? Also da, wenn du da irgendwo hin wolltest, da musste Mutti fahren. Anders ging das nicht. Mutti war schon auf dem Weg, mich abzuholen. Und dann hat er dann angefangen, ja, weil ich ja gleich gehen musste, hat er dann angefangen wieder zu daddeln. Und macht dann da Diablo. Und ich so, was ist das denn? Was ist das denn Geiles? Das kenne ich gar nicht. Das ist Diablo. Kennst du das nicht? Nee, Diablo 2 schön am Laufen. So, was ist ja richtig geil. Da musste er mir das eben noch einsippen. Mit WinRAR auf verschiedene Archive aufteilen. Und auf meine USB-Sticks verteilen. Und brennen. Damit ich das ja mit nach Hause nehmen konnte. Das hat auch noch gerade so geklappt. Mutti musste noch ein bisschen schnacken. Mit der anderen Mutti. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen. Und dann konnte ich Diablo spielen. Ja, das war geliehen. Und dann habe ich mir es gekauft, weil ich es auch online spielen wollte und dann habe ich es gesuchtet. Und dann habe ich es mir irgendwann ein zweites Mal gekauft, weil ich einen Bankaccount gebraucht habe. Richtig geil. Das waren auch Zeiten, Mann. Sparks, da hinten, alles klar. Ja, Diablo 3 habe ich ein bisschen gespielt. Das habe ich aber nicht mehr so gesuchtet. Da hat mir die Charakterfreiheit ein bisschen gefehlt. Tatsächlich. Das hat mir dann im Zweier... Gut, dafür muss man sagen, im Diablo 3 kannst du deinen Charakter nicht mehr festskillen. Geht halt nicht mehr, ne? Ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber das war halt auch so... Beim Zweier hast du halt immer richtig Kacke gebaut und dann war der Charakter halt den Arsch und dann hast du halt wieder von vorne angefangen, mein Gott. Hast schon die Demo von Medieval heruntergeladen, die ist nur bis zum 6. verfügbar, dann hast du eine zusätzliche Waffe. Ach, tatsächlich? Da muss gut, dass du mir das sagst. Das werde ich mir mal als Notiz... Schreib's am besten auch nochmal in Discord oder irgendwie so, weil ich werde es vergessen. Gerade den zweiten, aber hab den ersten auch angespielt. Aber reingekommen bin ich erst mit dem zweiten. Ja, bei mir war es genauso. Auch erst mit dem zweiten richtig reingekommen. Den dann aber gesuchtet ohne Ende. Also richtig heftig. Das war schon nicht mehr normal. Aber schön war's. Ja, wir scheinen durch zu sein soweit. Der Rest ist nur noch die eine Map, wo wir noch nicht hinkommen, weil uns der Affe fehlt, so wie es aussieht. Hallo. Aber man kann ja nochmal vorsichtig gucken. Können wir mal vorsichtig looken und dann geht das erstmal weiter. Sieht aber soweit gut aus. Und Torchlight so? Mal in die Runde gefragt hier. Jemand Torchlight? Salve, Vulpes! Heißt das nur Vulpes? Aber Grüße gehen raus, Bullus. Ich salve dir auch. Freundlichst zurück. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und willkommen zu einem weiteren Spyro-Stream. Warte, ich komm mal in deinen Discord. Das ist vernünftig. Wieso bist du da noch nicht drin? Das ist richtig schön. Wir sind eine nette Community. Okay. Bisschen verrückt sind wir alle, aber... läuft. So, okay. Scheint aber wirklich nichts mehr zu sein. Wir gehen mal raus und ins nächste Level. Wir kommen ja wieder zurück. Keine Angst. Uns fehlt ja noch der Affe. Dude. Wie geht's denn raus? Oh, warte, hier ist... Na gut, hier geht's raus. Nach Hause! Noch Kaffee? Ein bisschen. Restschluck Kaffee habe ich noch. Läuft. Black Lion ist soeben dem Server beigetreten. Grüße gehen raus, Black Lion, hast du gut gemacht. Wow, schöne Sequenz. Sogar mit Ton. 100% des Level abgeschlossen und Jäger ist nun eingesperrt. Den kriegen wir jetzt auch tatsächlich nicht. Der ist jetzt für uns nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn jetzt eine Jäger-Mission kommt, löbt das nicht. Richtig fies gemacht. So, verlorene Flotte ist auch so ein an sich cooles Level, aber schon eines der etwas komplexeren, würde ich sagen. Rinder. Torch hat 1-2 gespielt, aber den ersten mochte ich lieber mit dem Lux als Gepäckträger.
Passier gut auf, kleiner Drache. Es gibt mehr Geister in dieser Werft, als ich zählen kann. Ein echter Jammer ist das. Ich war ganz nah dran, meinen Schatz zu finden. Okay, irrer Ed, ich helfe dir. Ihr wisst ja, das X markiert die Stelle. Also ich habe auch Torschalt 1 und 2 gespielt. Mir hat das 2 mal besser gefallen, weil es war genau die gleiche Entwicklung wie bei Diablo. Der erste Teil spielte ja auch quasi im gleichen Dungeon, ging immer nur weiter runter und runter und runter. Und der zweite war halt wesentlich abwechslungsreicher, was die Gebiete angeht. Der war ja schon sehr Diablo-esk, ne? Also erst hast du dieses Gemäßigte, dann hast du eine Wüste. Das war schon cool, aber ja, gibt halt auch Unmengen an Mods dafür. Und da konntest du dir auch alles Mögliche an weiteren Begleitern hinzumodden, die dann deine Sachen tragen. Und wegbringen. Aber ich fand das System mit dem Pet an sich auch ziemlich cool. So konntest du dann immer da. Du hattest halt nicht diese, oh, ich bin voll, ich muss zurück in die Stadt, sondern den Schrott konntest du immer loswerden. Das war schon eine coole Idee an sich, muss man ja sagen. Könnten Sie bitte aufhören mit der Scheiße? Okay, warte, ich gehe darüber, das ist mir zu stressig. Ich zünd den einfach so an. Manchmal muss man es auch einfach so machen. Nein. Ah, ich habe gesagt nein. Und die machen es trotzdem. Gibt's ja nicht hier. Nein heißt nein. Muss man wissen. So, eben die Kanone. Das läuft so. Butterweich, ich hab's noch gar nicht gesagt. Um Gottes Willen. Jetzt geht's los. Lilil. Lilil. Grüße gehen raus, Lilil. Oh Gott, das wäre ein hoher IQ in Namen aussprechen mal wieder. Willkommen in dem Fuchsbau. Schön, dass du dich hierher verirrt hast. Bums. Er ist kaputt. Torchlight 2 habe ich mal angefangen, weil mein Bruder mich gezwungen hat und ich mochte es nicht so. Oh, Metal. Richtig gutes Game. Alleine schon wegen dem Hund. Und den kleinen Ponyas. 100%. Die sind so süß. So süß. Es gibt auch einen Mod, dass man ein Ponyas spielen kann. Also ich fand das schon sehr gelungen, tatsächlich. Aber man muss sagen, wie es ist. An den Flow eines Diablo, ob es jetzt der Dreier, also ich finde, beim Dreier haben sie es perfektioniert. Der Flow im Zweier ist schon sehr geil, aber was das, also diese Kombination aus Gegnermenge, wuchtigem Gefühl beim Töten, also einfach dieses Feedback, dass du dich fühlst, als wäre es auch echt, ne? Und Soundkulisse, das macht am besten meiner Meinung nach immer noch Blizzard und Diablo 3 ist da ganz vorne mit dabei, tatsächlich. Diablo 2 war da schon sehr gut. Aber mit dem Dreier halt einfach durch die neue Technik auch. Richtig nice. Mir hat nur der... Ich muss sagen, wie es ist, die Optik... Ich habe mich jetzt nicht gestört oder so, aber ich fand die etwas darkere, grimmigere, düsterere vom Zweier ein bisschen cooler. Also wenn sie denn irgendwann mal mit ihrem Handygame fertig sind und dann vielleicht ja doch mal noch ein Diablo 4 raushauen, wäre es cool, wenn die wieder so ein bisschen mehr in Realismus und ein bisschen dunkler und düsterer gehen würden. Fände ich schon cool. Über die Story von Diablo 3 wollen wir mal nicht sprechen. Das kann jeder für sich selber überlegen, was er davon hält. Aber wie wir ja wissen, ist Story in solchen Spielen eh meistens nicht so wichtig. Oh. Ah, die haben ja schon ein paar krasse Dinger reingeballert, ey, muss man echt sagen. Also, hoi, hoi, hoi. Aber sie hat unterhalten. Hallöle, immer noch einfach nur Lillifuchs. Spyro sieht nice aus heute. Und ich würde immer noch ultra gern mal dein Tattoo sehen. Mein Spyro-Tattoo. Wer hat dir geschrieben? It's done. Something is happening. Something. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und Lilly ist gut. Lilly kann ich mir merken. Oh. Ja, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Und ich habe noch erzählt, dass ich den Namen so mag. Ich gebe den sehr gerne weiblichen Charakteren in Spielen oder Pen and Paper Dingern. Ehrenaktionen kuren. Was denn? Ich will jetzt auch wissen, was abgeht. Ich habe irgendwas verpasst. Hat Lilly nicht schon letztes Mal gefollowt? Ich habe irgendwas verpasst. Passt schon. Ihr macht das. Titan Quest ist auch so aufgebaut. Nur Story Hark. Titan Quest habe ich mal angefangen. Weil es wurde jetzt ja auch nochmal remastered und so. Und ich fand es gar nicht mal schlecht, aber es hat mich nicht so gefesselt, sag ich mal. Path of Exile habe ich noch ein bisschen gespielt. Das ist halt von der Komplexität her richtig krass. Hat ja auch das Spyro-Brett, weswegen es mir sehr gut gefallen hat. Aber ich muss gestehen, was mich da abschreckt oder was ich insgesamt fürchterlich finde, sind Spiele, wo ich, wenn ich draufgehe, Erfahrungspunkte wieder verliere. Hart erarbeitete Erfahrungspunkte. Und das ist da so. Und das ist für mich ein No-Go. Finde ich fürchterlich.
Vor allem bei so Dingern, die am Ende halt richtig grindy werden, wo du ja ewig grindest für den nächsten Level, was ja dann auch befriedigend ist, wenn er da ist. Aber wenn ich dann beim Sterben Erfahrungspunkte verliere, ne. Das hat mich dann doch abgeschreckt. Und dass man quasi erstmal studieren muss, mal wieder, um das Spiel zu kapieren. So, hört auf, mich mit Kacke zu bewerfen. Lass das. Ich mach das nicht. Wir folgen dem Irren-Ad. Moment, hier ist noch was. Oh, hier hatte ich noch Probleme, alle diese Edelsteine zu finden. Das Gute ist, hier gibt es noch ein Minigame, was wir nicht machen können, weil Jäger aktuell nicht da ist. Insofern müssen wir sowieso wieder zurück und können dann, kann der Zukunftsblaufuchs sich damit rumdrücken und stressen, hier alle Edelsteine zu finden. Das ist doch eine nette Sache. So, irre Ed, das sieht aus, als hätten wir den Schatz gefunden. Irgendein Spinner hat dieses blöde Ei in meinem Schatz versteckt. Was soll das denn? Wer macht denn sowas? Craig! Und Craig schläft einfach nur. Wo bin ich gelandet? Was ist hier passiert? Craig, alles wird gut. So, Ed rennt weg. Das ist nice. Wir wollen noch nicht nach Hause. Ist noch zu früh. Hallo. Und genau, hier geht das in das Gammelloch rein. Oh, es gibt so viel zu tun in diesem Level. Kuren und Sille. Passt. Titan Quest ist auch so aufgebaut. Hatten wir schon. Ja, das war ein Tattoo. Ich nehme auch ein Foto per Discord. Hau ich als Foto in Discord. Ich glaube, hier sieht man das eh nicht so gut. Jetzt sieht man aktuell nur Sparks. Auf dem Foto kann man dann auch richtig schön meine männlichen Armhaare sehen. Oh Mann. Ach nein, wir müssen die Vögel abschießen. Das ist auch immer geil. Hohen IQ im Zielen muss man da haben. Kriegen wir aber hin. Ich bin da zuversichtlich. Erstmal die Patterns merken, wo die langfliegen. Da kommt einer gerade, das geht wohl. Mal eben hier so hin eiern. Oh, da kommt auch noch einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja. Das läuft ja nicht so gut. Wir müssen, glaube ich, höher. Ja, den einen haben wir schon mal. Das ist schon mal etwas. So, du musst weiter, oder müssen wir weiter runter? Der ist näher dran. Oh. Okay, zweiten haben wir. Da können wir so in diese Richtung gehen. Das könnte reichen. Warten wir mal, bis dann eine zweite Runde gefahren ist. Jo, den haben wir auch. Die Dauerfeuer regelt. Einfach Dauerfeuern. Triffst du schon. Oh, den unteren noch. Der eiert sehr weit unten lang. Da müssen wir ein bisschen höher, glaube ich. Oh, noch ein bisschen höher. Nutze ich den Moment und trinke was. Oh, während wir hier Dauerfeuern. Wunderbar. So, noch mehr Vögels. Ja, oh, scheiße. Mal sehen. Da müssen wir, glaube ich, ein gutes Stück höher und dann so in den Richtung mal. Mal eben kurz gucken, ob das klappt. Was ist das eigentlich für ein Skinfuchs? Das ist der Oreo Spyro. Ich hatte erst geplant, einen Mod zu installieren, der den Original Spyro von der PlayStation 1 reinmoddet. Der sieht sogar echt gut aus, aber ganz ehrlich, mich hat es optisch dann doch ein bisschen abgefuckt, weil der halt so überhaupt nicht in den Rest reinpasst, weil der hat sich wirklich Mühe gegeben, das original alte Modell extrahiert, mit sämtlichen Animationen alles wieder da reingeballert. Es ist exakt der alte Spyro und die alte Sparks mit ihren alten Animationen. Richtig cool. Aber es freakt dich halt aus, weil es passt halt so gar nicht mehr hier rein. Alles mega hübsch aus und dann hast du diesen Uralt-Spyro drin. Aber vielleicht machen wir es nächstes Mal. Muss mal gucken. Heute sind wir Oreo-Spyro. Davon abgesehen habe ich auch noch keinen wirklich coolen neuen. Es gibt noch einen, der heißt Skady-Spyro. Da haben sie sich Mühe gemacht und das Spyro-Modell so mit richtigen Drachenschuppen versehen. Der ist sonst farblich gleich geblieben, aber so ein Drachenschuppen-Layer drüber. Ich krieg den einen, krieg ich da nicht, doch. Ich glaube, wir gehen mal lieber nach da vorne in die...
in den unteren Bereich, da wo der da lang fliegt. Das könnte besser klappen. Der sieht auch echt cool aus, aber das würde man, glaube ich, auf dem Twitch-Stream nicht so doll sehen. Blaue Oreos sind mir neu. Nein, Spyro ist schwarz und weiß und die Verpackung von Oreos sind blau. Und deswegen ist ein bisschen blau drin. Deswegen heißt der Oreo Spyro. Du siehst doch, Spyro ist, ich zeig's dir gleich, wenn wir hier durch sind. Hab ich hier jetzt getroffen? Nee. Alter, dann mach mich fertig. Wir lassen das erstmal. Hier, vorne ist die weiße Creme und dann hast du das Schwarz von dem Keks und Blau ist aus der Verpackung. Von der Oreo-Verpackung. Deswegen sieht er so aus. Den kriegen wir doch bestimmt auch so angezündet. Den brauchen wir gar keine Rakete für. Geht auch so. Machen wir gleich, warte. Wenn er gleich wieder uns entgegenfliegt, dann greifen wir an. Jetzt. Huah, so muss man das machen. Das war meisterhaft. Meisterhaft. So, hier hatten wir alles. Okay. Vögel haben wir soweit. Ach, sieht das nicht schön aus. Das ist übrigens das Level mit dem Rennen. Zum Glück ist aber Jäger gerade verhindert. Und wir können das Rennen leider nicht machen. Sehr schade. Ich hätte es wirklich gerne gemacht. Also wirklich. Ich träume von nichts anderem als diesem Rennen. So, erstmal hier lang. Hier lang. Hier lang. Oh, scheiße. Ich möchte nicht darüber reden. Das ist irgendwie schief gelaufen, würde ich mal behaupten. Es war nicht so geil. Foxy, sieh oben. Geht los. Habe vor ein paar Tagen mal beschlossen, alle Dark Souls als Zauberer zu spielen. Mein Mann hatte nach der Ansage den Kopf geschüttelt und ist gegangen. Ach du Scheiße. Also ich spiele Dark Souls als Deacon. Was haben wir denn? Wow, Scheiße. Ich dachte, es wäre alles noch tot, aber nein, es ist alles wieder zurückgekehrt. Wunderbar. Wir spielen Dark Souls als Deacon. Deacon. Krieger. Mit wechselnder Bewaffnung. Je nachdem, was je nach Situation passt. Dark Souls, ey. Müssen wir auch mal wieder weitermachen, ohne Spaß. Ist eigentlich schon echt zu lange her, aber jetzt aktuell. Oh, die Vögel sind auch wieder da. Scheiße. Aber nicht alle, oder? Also die mache ich jetzt nicht nochmal alle kaputt. Wir hatten die ja alle. Wir werden... Der Zukunftsfuchs wird sich darum kümmern müssen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Rest, soweit möglich. Und kommen dann wieder. Hallo, bitte entspannen Sie sich. Das Rennen in dem Level ist schlimm. Aber das Rennen von Super Bonusrunde ist schlimmer. Das kann ich nur so unterschreiben. Refnings, Grüße gehen raus an Refnings und willkommen hier im Fuchsbau. Danke fürs Subscriben. Subscribe. Nein, warum rutsche ich runter? Ach, Scheißdreck. Vielen Dank. Schön, dass du hergefunden hast. Ich begrüße dich recht herzlich hier im Fuchsbau. Mach dir keine Sorgen. Die sind alle wahnsinnig, aber das ist auch schön so. Ah, ich dachte, ich kriege vielleicht, aber nee. Wurde nichts. Oh! Und hinüber. Hoppala. Das sieht doch schon verdächtig aus hier, oder nicht? Nee. Es sah verdächtig aus, ist es aber nicht. Ich und Souls passt eigentlich nicht. Ich und Mage auch nicht unbedingt. Das wird ein Schauspiel. Da wünsche ich dir schon mal viel Vergnügen. Also, ich bin ja auch eher zum Leidwesen vieler meiner YouTube-Zuschauer der Haut drauf, Mogli. Und ist natürlich jetzt für einige nicht unbedingt das Spannendste dabei zu gucken, wie jemand mit einem Schwert 280 Folgen lang bei Gothic 3 alles zu Klump haut. Aber ich mach's halt am liebsten mit dem Schwert zu kämpfen. Oh nein, hier können wir wieder weggehen. Das wird noch nichts, weil Jäger fehlt. Und ich versuch's immer mal mit Mage, weil an sich ist es schon cool. Ich habe auch im Pen and Paper aktuell spiele ich jetzt einen Feuermagier. Vorher war ich da ein Hexer. Aber Hexer in dieser Welt brauchen immer irgendeinen Katalysator, um dann ihre, in Anführungszeichen, Magie bzw. ihre Fähigkeiten zu wirken. Das war so nervig. Du brauchtest immer irgendeinen Knochen oder irgendeinen Scheiß. Und dann war das auch noch hochkomplex. Die
komplexeste Klasse da in diesem Pen-and-Paper-Ding und dann irgendwann hat dann mein Spielleiter, hat mir dann für, weil ich Informatiker bin, hat mir dann so ein Ablaufdiagramm gemacht, wie so bei Programmcode, wie man denn das spielt. Es war sehr witzig, weil er war halt auch Informatiker und, oder ist es auch immer noch. Und ich habe dann aber immer gesagt, nee, komm, das wird nichts. Können wir das nicht irgendwie so machen, weil den Charakter fand ich toll. Einfach von der Person her, wir passen einfach gut zusammen, mein Bartholomäus und ich. Ich wollte den gerne weiterspielen, aber halt nicht mehr in dieser Klasse. Und dann hat er ein Weltevent quasi erzeugt, das dafür sorgte, dass ich durch ein Event in der Welt zum Magier geworden bin. Und jetzt bin ich Feuermagier. Und das passt viel besser. Und jetzt zündel ich immer rum. Und das macht Spaß. Ist hier denn irgendwas versteckt? Nein. Doch, da ist was. Aber das ist doch das. Nein, das ist es nicht. Es gibt noch was. Es gibt noch was. Wir müssen, glaube ich, einmal in die andere Richtung. Es gibt noch so ein... Da müssen wir vom Boot, glaube ich, aus hinfliegen. Bartholomäus. Ich will auch immer, aber es klappt nie. Ich brauche nur ein Schwert und dann ist gut. Ja. Wie kannst du Bartholomäus den Großen nur alleine lassen? Hau rein, Fuchs. Bin raus. Gute Nacht. Viel Spaß noch euch allen. Dir auch, Crystal. Wir sehen uns spätestens Samstag. Ah, Samstag, ne? Ich hoffe Samstag, sonst Freitag. Aber ich glaube Samstag. War mir ein Vergnügen und bis nächste Mal. Ich glaube, wir müssten von hier dahin. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Da müssen wir hin. Also da ist einmal noch was. Da müssen wir nur grob zielen. Nacht alle zusammen, noch die Uhr. Kann noch mal einer rüber loopen, ob das passt? Ich glaube noch nicht. Ein bisschen höher noch. Ah, noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Wir müssen aufs Geräusch achten. Noch ein bisschen. Ja, das ist doch gut. Das ist ein Geräusch, das Freude bringt. So, damit hätten wir das. Das reicht aber noch nicht. Das ist noch so ein Ding. Haben wir noch einen anderen Shortcut aufs Boot? Nee. Ich dachte, da wäre noch einer, aber nö, da ist nichts mehr. Wir müssen den langen Weg gehen. Den langen Weg drumherum, das finde ich schon ein bisschen dumm. Oh. Guten Tag. Wir laufen gegen die Wand. Oh. Gut. Ich hoffe, wir sehen Sheila heute nochmal. Extra für Maddox habe ich sie umgemoddet. Sie ist jetzt dicker und hat eine andere Frisur. Aber sie hat immer noch eine Frisur. Er ist noch nicht zufrieden. Aber das kriegen wir noch hin. Als Magier ist... Als Magier in MMOs, als Support. Ich habe... Sag ich mal... Ich wollte mal tatsächlich... Aber das Problem ist, ich spiele so oft Solo, also fast immer. Weil ich inzwischen MMOs eigentlich, wenn, dann nur noch als Let's Play spiele und dann ist es immer schwierig, mit Leuten zusammen zu daddeln. Weil man vorher wissen müsste, wann man daddelt. Und das weiß ich meistens nicht. Aber ich hatte das schon mal überlegt. Ich habe es auch mal gemacht in World of Warcraft. Aber ich habe halt nie gut World of Warcraft gespielt. Deswegen, ihr seht ja, ich bin immer noch ein Lulli drinne. Dulli, kann man auch sagen. Hier müssen wir nochmal rüber. Über die Planke gehen. Und dann da rein. Und dann ist, glaube ich, erstmal Schluss soweit in dem Level. Alles Weitere dann erst, wenn Jäger wieder da ist. Dachte ich mir auch in WoW, macht der Mage doch den übelsten Damage. Ja, ich musste auf dieser World of Warcraft LAN-Party mir einiges an Fachsimpelei anhören. Von zwei Leuten, die primär Mage spielen, die sich dann gegenseitig geschritten haben. Und dann so Wörter wie Baum... Eule, ich spiele als Eule und ich habe die ganze Zeit nur so genickt und habe versucht zu verstehen, was sie meinen und wollte aber auch nicht auffallen, dass ich gar keinen Plan habe, von was die da reden. Ich habe schon immer als Eule gespielt. Nein, man muss als, was war es dann, Katze oder so? Nee, man muss Katze machen und ich so, ja genau, genau. Ich habe auch immer Eule gespielt. Eule habe ich auch immer gespielt.
Eule ist Dudu. Ja, siehst du auch Dudu. Keine Ahnung, Alter. Ihr seid mir auch so Dudus. Weißt du, was bei mir ein Dudu war? Ein Dudu war das Ding, was ich als Baby in den Mund gekriegt habe. So ein Schnuller. So heißt das bei uns. Dudu. Dudu, Alter. Ja, Dudu. Genau, meine ich doch. Das habe ich gemeint. Und der andere war Magier. Also der eine war so ein Dudu-Eule und hat dann ganz lange gefaselt, warum er immer Eule spielt, obwohl das fürs Level voll kacke ist und nicht Katze oder so ein Scheiß. Leider schon. Was? Der Match ist doch immer der DD. Eule ist keine... Das hatten wir. Leider schon. Standardfrage. Warum schiebst du nicht? Nervt absolut. Was? Warum schiebst du nicht? Purin, ich habe keine Ahnung, was das ist. Grüße gehen raus. Manchmal muss man halt auch mal schieben. Was ist das hier? Früher bin ich hier öfter getaucht. Aber seit die U-Boote patrouillieren, kann ich nichts mehr abstauben. Kannst du dieses U-Boot steuern, das ich zum Verschrotten gekauft habe? Keine Ahnung. Benvari, Main. Okay, das Gespräch ist jetzt in Richtung World of Warcraft abgedriftet. Ich bin so lange erstmal raus. Ihr unterhaltet euch weiter. Ich fahre jetzt U-Boot. Also gut. Drück Sprung, um schneller zu werden. Okay. Und wenn du ein U-Boot siehst, fängt der Torpedo an, es anzuvisieren. Sobald es erfasst ist, kannst du mit Angriff... Darauf feuern. Darauf feuern. Ey, Wildlife, Grüße gehen raus. Guten Abend. Norman und willkommen wieder hier. Heute wieder Spyro. Ist ein bisschen nicht so hektisch, entspannter. Man bekommt keine Epilepsie-Anfälle. Oh oh. Heieiei. Oh. Also so ohne diesen Filter sieht das mal echt geil aus. Es gibt auch einen neuen Mod, der auch, es gibt halt auch in den Höhlen und so, wenn ihr euch dran erinnert. Wenn wir in eine Höhle reingehen oder so, dann gibt es auch immer so einen leichten Farbfilter, der das ein bisschen bläulich macht und so. Gibt es auch einen Mod, der den auch wegmacht. Aber ich muss sagen, der hat mich jetzt weniger gestört. Das Unterwasser hat mich schon echt genervt, weil... Was soll der Scheiß? Das sieht doch kacke aus. Das sieht schon... Oh mein Gott, ich muss konzentrieren. Das sieht schon hier einfach geiler aus. Oh, oh. Ja, das war zwar nicht gewollt, aber cool. Die schießen offensichtlich nicht zurück, die fahren hier nur rum. Das finde ich ganz nice eigentlich. Kümmern wir uns erstmal um den. Erstmal um die, die hier oben rumfahren. Die sind einfacher, denn die verstecken sich nicht in irgendwelchen Höhlen. Der kommt gleich wieder hier raus. Sag ich doch. Oh, da dreht er um. Feige Sau. Feige Sau. So, warte, Konzentration. Jetzt. Ah, siehst du, man muss das nur richtig machen. Man muss das nur richtig machen. Oh. Dort dreht er sich und hat ein bisschen Angst. Um. Beim Klappbautermann. Du bist ein guter U-Boot-Fahrer. Ja, ich habe meinen U-Boot-Führerschein gemacht. Vor Jahren. So. Ethel. Ich habe lange Zeit Aeon Azar gespielt. Ich habe sehr viel Ragnarok online gespielt. Den Stalker. Und das primär, weil er so niedlich sitzt. Hashtag RealTalk. Ich habe den nur gespielt, weil er so niedlich sitzt. Wenn er sich hingesetzt hat, hat er sich immer so die Hocke und hat sich eine Hand so runterhängen lassen und die andere so aufs Knie. Fand ich damn sexy, deswegen musste ich den Soccer spielen. Hat mir aber auch als Klasse ganz gut gefallen. Dann habe ich irgendwann Requiem oder so hieß das. Das war auch von Gravity, also den Ragnarok-Leuten, aber so ein 3D-Ding und total gory und mega blutig und sowas. Das hat voll Bock gemacht. Also das fand ich sehr cool. Was habe ich noch gedaddelt? Was habe ich denn noch für MMOs gespielt? Ich muss gestehen, ich bin nie in einem richtig versunken. Also dieses richtig mal eins durchsuchten bis nach Mappen, ne, ist nie passiert. Ach so, kacke. Hier kann ich nicht unendlich lang atmen. Das ist das Problem. Ian, davon habe ich das letzte Mal in 2015 gehört, als mein Bruder das wieder getestet hat. Gibt es das überhaupt noch? Yo, das ist auch free to play. U-Boote aus dem Nichts. Wenn du sie ausschaltest, kann ich... Warten. Noch mehr U-Boote? Noch mehr U-Boote? Scheiße. Also Ian löbt noch. Löbt noch. Ist das jetzt... U-Boot versenken? Ja, okay, das ist dann U-Boot versenken 2. Ich verstehe. Also, wenn wir dann gleich das nächste Mal loslegen, um Edelsteine einzusammeln,
Dran denken, wir können nicht unendlich atmen. Wie sonst. Hier geht das jetzt aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich damit es eine Herausforderung bleibt. Hallo, drehst du dich um? Hast du Angst? Ja, gönn dir. Komm. Das läuft bis jetzt sehr gut. Gefällt mir. Eins noch. Da. Wo wird der rauskommen? Wahrscheinlich hier. Ja, los geht's. Bist du denn lang? Junge! Wo kommt der? Wo kommt der jetzt gleich raus? Ja. Ich muss ihn mal folgen, anders geht das bei dir nicht. Du bist zu kurz nur sichtbar. Alter. Jetzt! Das gibt's schon nicht! Du gibst schon nicht! Du gibst schon nicht! Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Richtig uncool. Kommt er hier raus. Achtung. Sag ich doch, Dings. Hier war das doch perfekt, oder nicht? Nee. Jetzt! Yo, läuft! Endlich ist der Säuresee wieder sicher. Ich würde dich gerne besser belohnen, aber alles, was ich habe, ist ein weiteres Ei. Vielleicht ist der Inhalt ja besser als beim letzten Mal. Dolores, ich fand den Inhalt jetzt nicht schlecht. Der war okay. Damit getan. So, ich habe mit MMOs aufgehört, als meine Tochter 2016 zur Welt kam. Also, keine Ahnung. Ja, ist, glaube ich, auch vernünftig. Wir müssen jetzt nochmal U-Boot fahren. Du kannst das U-Boot auch zum Spaß. Silberkästen mit dem U-Boot zerstören, habe ich mir schon fast gedacht. Die Frage ist natürlich, ist Aeon noch am Leben oder spielt das keiner mehr? Ich glaube, okay, so eine harte Core-Gemeinschaft hast du immer, die so ein MMO noch am Leben hält. Irgendwelche Hardcore-Fans, die sich nicht lösen, gibt es eigentlich immer, die das noch am Leben halten. So. Das passt. Wir müssen auch gucken, dass wir auch alle finden und keine übersehen. Ja, gehst du kaputt hier? Jo. Ach, da kamen wir her. Sehr gut. Ich glaube, das sind alle, oder? Vielleicht da ganz oben noch eins, man weiß ja nie, aber da wüsste ich nicht, wie wir da später raufkommen sollen. Insofern würde es keinen Sinn ergeben. Das sieht so aus, als wären es alle. Hier nochmal prüfen. Auf den erhobenen Dingen, aber nö. Sieht erstmal gut aus, das heißt, wir fahren wieder raus und waren nur zwei, dann ist es ja nice. Dann haben wir alles richtig gemacht, dann müssen wir jetzt nur den Ausgang wieder finden und dann ist es gut. Da ist er nicht. Da ist er. Let's go. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht draufgehen, so wie gerade eben. Das war ein bisschen, wie sagt man, dumm. Ja, manchmal muss man auch mal dumme Sachen. Man lernt ja aus seinen dummen Fehlern. Oben einmal lang. Kompletten Rand einmal entlang eiern und hoffen, dass wir das schaffen von der Zeit her. Könnte knapp werden. Ja, das wird knapp. Wo ist das Ding? Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist das Ding? Fuck! Los, Spyro! Okay, geschafft. Alles nice. Das war so geplant. Ich wollte, dass das ein bisschen aufregend für euch ist, ne? Ihr sollt ja auch ein bisschen mitfiebern. Nicht einschlafen. So. Alles Absicht. Alles Absicht. Oh Gott, ich habe selber Angst bekommen. Okay. Alles wird gut. Wir schaffen das. Close-up auf Spyros Afterballen. So, Sparks. Da lang. Ok.
Okay. Hier durch wahrscheinlich? Oder auch nicht? Ah ja. Schon mal wieder nach dem Ding Ausschau halten. Oh. Wir scheinen durch zu sein. Wenn ich da oben nicht noch irgendwie einen Eingang oder sowas habe. Nö. Alles klar. Wir sind fertig. Das ging. Das war merkbar. Okay. So, jetzt haben wir durch Säure schwimmen. Das fehlt uns irgendwie noch. Ich weiß, dass es da eins gibt, aber ich weiß nicht genau wo. Au. Aber ich weiß, dass es eins gibt. Wir müssen nur mal den richtigen Weg finden. Ich glaube, hier irgendwie lang. Das war ein bisschen komisch. Au. Boah, so einmal so ein Kack-Handy-Game wieder installiert, ne? Schmeißt hier dieses scheiß Call of Duty die ganze Zeit Nachrichten. Ey, feier heute den Release. Gibt es ein paar Bonus-Dinger, damit du dich erstmal anfixen kannst. Schrecklich. Schrecklich. So, ich glaube, das war nämlich ganz witzig. Man musste einfach hier lang. Und dann da rein. Und dann hier lang. Genau, das war der Weg, Leute. Das war der Weg. Und das ist der Weg, wie es abgeht. Okay, vielleicht doch nicht. Oh. Okay, es war schon mal ein Weg. Nicht unbedingt der Weg, aber ich glaube, in diese Richtung geht es auch nochmal lang. Gucken wir gleich nochmal. Ich habe einen sehr niedrigen IQ in Durchsäure schwimmen. Das geht besser. Ich weiß echt nicht mehr genau, wo das ist, aber ich weiß, dass es das gibt. Oh, es ist sehr grün. Ich sehe nichts. Nee, das war schon alles. Nee, hier ist es dann doch nicht. Es muss noch einen anderen Weg geben. Hoffentlich nicht wieder wie im Let's Play, dass Sparks den einen Edelstein nicht eingesammelt hat, während er das Leben gefressen hat. Beim Schild runter in die Säure und dann den Weg folgen. Ja, der Weg splittet sich irgendwann auf. Ich bin schon beide gegangen. Bei dem einen falle ich aus der Welt, weil ich einen Wasserfall runtereiere. Ein Säurefall. Bei dem anderen war ich, glaube ich, irgendwann abgelenkt. Wir versuchen es nochmal. Also hier lang, Weg folgen. Hier lang. Hier lang. Jetzt spaltet sich das auf. Ich bin dann. Nehmen wir mal. Hier ist der Wasserfall. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Könnte es das gewesen sein? Ich glaube, da hinten dieses Loch ist es wohl. Das passt schon, das wird es gewesen sein. Du warst richtig, genau, da hinten in das Loch rein. Und dann kommen wir nämlich oben aus diesem Flugding gleich wieder raus. Das passt. I remember. I do recall. Jetzt muss ich nur wieder zum Boot finden. Guten Tag. Das wird schon. Das wird schon. Ihr seht diese Teile, also den dritten. Oh, Spyro, was... Spyro sieht etwas unglücklich aus. Bist du demnächst auf einer Con? Aktuell ist nichts geplant. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ist denn der NFD? Da hatte ich überlegt, weil meine ganze alte Crowd halt aus Hamburg kommt und meistens trifft man sich dann nochmal wieder. Aber sonst ist zurzeit nichts anberaumt. Bis auf EF nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Was steht denn sonst so an? Also ich bin halt eher so im nördlichen Bereich, wenn überhaupt, unterwegs. Hier ist es, sag ich doch. Alles nice. Chat. Chat freut sich seines Lebens. So, wir sind noch 5 Minuten von der zweiten Pause entfernt. Also bis 23 Uhr machen wir heute, wie angekündigt, das kriegen wir hin. So, Skate-Rennen, ja genau. Dann gibt es zweimal Skate-Rennen oder gibt es noch ein Ei, was ich vergessen habe? Selbst wenn, das werden wir dann nächstes Mal rausfinden. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir brauchen nur erst Jäger. Vorher lohnt sich es also eigentlich nicht. Bedeutet, wir können das Level soweit erstmal verlassen. Jetzt sind wir einmal wieder aufs Boot. On the boat. On the boat. Oh. Gibt zwei Skate-Rennen. Ach, siehste. Eins wäre ja nicht genug gewesen.
Natürlich muss es zwei Skate-Rennen geben. Bums. Okay, dann verlassen wir das Level und schauen uns im nächsten um. Rückkehr nach Abendsee. Was war das? Ach, es gibt wieder eine Zwischensequenz. Okay. Armer Jäger. Hallo. Ich dachte, du hast Hunger. Danke. Hau rein, Kuren. Hast du Chips dabei? Die Sache tut mir leid, aber ich wollte dich warnen. Hast du Chips dabei? Ich musste mit Sparrow die Eier retten. Ach, du verstehst es nicht. Wenn wir nicht bald Drachen in diese Welt zurückholen, ist unsere Magie verloren. Hier lebten früher Drachen? Ja, das war früher ihre Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie auf die andere Seite der Welt. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Magie sind. Blödkammer-Assign. Ich könnte die Drachen bitten, zurückzukommen, wenn du mich freilässt. Tut mir leid. Ich kann nicht. Ja, da beginnt es. Ihr wisst Bescheid. Da sind eindeutige Schwingungen zu spüren. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir kein Level übersehen. Das ist hier alles etwas verwirrend in diesem Gebiet. Hier, war da ein Level drin oder war das einfach nur lustig? Das war nur lustig, aber kein Level. Verlorene Flotte hatten wir da. Oh, ich erinnere mich, hier war das doch so kacke verbuggt. Wo ich dachte, wir kriegen es niemals fertig, weil der Emulator mal abgeschissen ist. Ah, die Honigwarmstrecke. Ich würde sagen, wir starten erstmal gemütlich wieder mit dem Rennen, würde ich sagen, oder? Als nächstes erstmal gemütlich ein Rennen. Aber bevor wir mit dem Rennen starten, machen wir wieder entspannte 5 Minuten Pause. Könnt ihr euch wieder mit was zu knabbern oder einen Nachschub an Knabberkram versorgen, eben Getränk nachfüllen. Und dann sehen wir uns in entspannten, gemütlichen 5 Minütchen gleich wieder und starten dann ins Honigwarmrennen. Ich bin ganz, ganz vorfreudig. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ich muss erstmal wieder meine Zockerposition einnehmen. Und dann geht das hier munter weiter. Der gute Blackline hat noch einen schönen Einwand gebracht. Wir können doch gar nicht das Honigwabenrennen machen, beziehungsweise es wäre unklug, das jetzt zu tun. Denn wir brauchen erst wieder Jäger. Vorher läuft da gar nichts. Jäger gibt es in Enter the Dragonfly nicht mehr in den Speedway. Aber es gibt ihn auf jeden Fall noch immerhin. Und er ist komisch animiert und ja, wie alles in Enter the Dragonfly etwas seltsam ist. Adria ist müde. Jetzt musst du doch durchhalten die Stunde. Jetzt ist zu spät. Jetzt müssen wir das auch durchziehen. Gemeinsam. Sonst wird das nichts. Wir gehen jetzt zum bezaubernden Grat. Ein sehr geiles Level. Tatsächlich eins meiner Lieblingslevel. Spyro, hallo. Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Die bösen Katzenzauberer von Felinia haben unser Schloss gestürmt und unsere Prinzessin entführt. Wenn wir sie nicht aufhalten, muss sie Prinz Azrael heiraten. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir ihr auch helfen. Zack, zack, zack. Ich habe zwar auch immer ein bisschen Probleme an einer Stelle hier in dem Level, aber ich finde es an sich von der Optik her und so einfach voll cool. Und es sieht so gut aus. Und habe ich schon erwähnt, ich glaube, ich habe es diesen Stream noch gar nicht erwähnt. Es läuft übrigens butterweich, ohne Spaß. Butterweich. Butterweich. Ich bleibe bei dir, aber die ehrenamtlichen Tagesschlauch, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Bei uns ist es aktuell ähnlich ekelhaft, also nicht ganz so schlimm, aber Inventurzeitraum beginnt. Das ist für uns auch immer ein schlimmer Zeitraum. Weil grundsätzlich jeder vergisst, wie eine Inventur funktioniert. Man macht es zwar jedes Jahr, aber immer nur einmal. So, okay. Okay, es gab immerhin ein Achievement, ich weiß zwar nicht wofür, fürs Dummsein wahrscheinlich. Ja, sie sind sehr kacke, haben sich zweimal miteinander treffen lassen. Achievement! Man muss auch mal Achievement für Scheiße bekommen. Ich hatte jetzt Hoffnung, hier würde irgendwas liegen, zum Wiederleben auffüllen, aber m-m. Und in A Hero's Tale übernimmt Sergeant Bird die Fluglevel. Mr. Bird, ja gut, der kann das aber auch. Der ist ja schon ein solider Flieger, muss man sagen. Der regelt das. So, dann gehen wir gleich mal schon mal drauf, würde ich sagen. Ach Gott, sind die süß. Die sind ja schon süß. Schnell, Spyro. Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Das geht natürlich nicht. So, warte. Da kommen gleich drei so eine Zauber... Ne, zwei waren's. Oh, kacke. Ich war alles ein bisschen komisch. Warte, um den kümmern wir uns jetzt noch. Dann... Oh, nein! Und dich einfach nur rammen. Okay. Das lief immerhin. Wenn du alle Kirchenfenster abknallst mit Meister Bird und den geheimen Turm. What? Meister Bird. Hä? Wovon reden Sie, Blackline? Wovon reden Sie? Wenn du alle Kirchenfenster abknallst mit Meister Bird und den geheimen Turm. Meinst du dieses Ding hier? Aber ich bin doch jetzt gar nicht. Stehst davor. Rechts. Ich bin verwirrt. Worum geht es? Ich habe den Kontext noch nicht verstanden. Ich bin doch gar nicht Meister Bird. Bonusraum. Okay. Ich bin sowas von raus. Wir sind doch gerade Spyro und nicht Wachtmeister Bird. Und wir können doch gar nicht Wachmeister Bird hier drin spielen. Also nicht, dass ich wüsste. Ich erinnere mich nicht mehr. Da drauf kleiden. Ja, okay, das kommt ja später. Auf dieses Ding meinst du? Oder auf den da? Können wir von hier schon da drauf kleiden? Mit Spyro den Turm. Und Fenster mit Bird. Und auf den Turm kommen wir doch von hier aus noch gar nicht, oder? Nee. Da müssen wir doch später erst drauf. Doch kann man. Von hier aus? Nee, anders. Vielleicht geht es auch so. Nee, so geht's nicht. Also wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich glaube, es ist noch zu früh. Aua. Die hat mich jetzt voll rausgebracht, Alter. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, das hier frei zu machen. Und dann versuchen wir... Ich kenne dann den Weg, dass man auf dieses Ding geht. Und dann dahin. Und von dort noch dahin. Das kenne ich. Mein Sparks ist weg, um Gottes Willen. Wir waren gerade kurz Sparks los. Heute ist ein Glückstag, Spyro.
Die Zauberer und ich haben einen Deal ausgehandelt. Für eine kleine Gebühr helfen sie dir, die Treppe zu heben und lassen dich weiter. Eine weise Entscheidung, Spyro. Ich sage den Zauberern, sie sollen die Treppe hochziehen. Und viel Glück bei der Rettung der Prinzessin oder was auch immer. Ja, das kriegen wir hin, du. Muss entspannt bleiben. So, wir kümmern uns eben schnell um die Treppe. Das ging nur so gut, weil es so butterweich lief. Hallo ihr beiden. Zu euch kommen wir gleich. So, wir gehen jetzt erstmal noch weiter, ne? Sprech Geldsack nochmal. Soll ich ihn nochmal ansprechen? Okay. Wenn ich darüber nachdenke, haben die Zauberer nur zugestimmt, die Treppe zu heben. Sie haben nie gesagt, dass sie nicht wieder absenken. Clever, nicht wahr? Ja, du bist ein richtig guter Geschäftsmann. So erwartet man das aber auch, ne? So, warte, wir warten, bis es wieder hochgeht und... So. So. An die kommen wir jetzt, glaube ich, noch nicht ran. Da müssen wir erst außen rum. Kriegen wir mal hin. So, Moment. Den. Und dann die beiden. Hat Spyro seine Farbe verloren? Hi. Hi. Spyro ist heute im Oreo-Look. Er ist schwarz, weiß und blau. Er wechselt stets die Farbe für uns. Jedes Mal sieht er anders aus. Oh. Hallo. Keine Zeit verlieren. Prinz Azrael und seine Katzenarmeen wollen unsere Prinzessin entführen. Das hast du mir schon tausendmal gesagt. Und es wird dadurch nicht besser. Aber wir kümmern uns drum. Keine Angst. Wir kümmern uns drum. Bin froh, dass Geldsack nur einmal in Enter the Dragonfly vorkommt. Das ist schon fast schade, weil er ist halt schon eine feste Institution, muss man sagen. Er gehört einfach zu Spyro dazu. Aber warte. Nu aber. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Er ist halt ein Arsch. So ein richtiger Vollblut-Arsch, kann man sagen. Ein Arsch mit Leib und Seele. Oder mit Herz und Afterballen. Irgendwie so. Oh, hat aber gerade so geklappt, du. Warum ist der eine fett und der andere nicht? So, okay. Weil er ihn festzaubert. Und nun bist du dran. Okay. Hallo. Was? Hey, mach hier kein Feuer. Das ist nicht nett. Geldsack ist der typische moderne Kapitalist. Ja. Ja, schon. Er ist der Bezos der Spyro-Welt. Okay, wir machen erstmal weiter. Wir kommen später wieder hier zurück. Also wir beenden erst einmal das Level. Weil das... Aua, scheiße. Hier so ein Sonderlevel ist, wo man zwischendrin nicht speichern kann. Das ist immer ein bisschen doof. Ich will das einmal quasi drumherum gehen und nicht abkacken wie jetzt gerade. Oh, scheiße. Ihr seht, was ich meine. Oh, nein. Es ist ein bisschen nerviger hier. Wie geht's euch? Ja, also mir geht's soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, tatsächlich. Aber sonst alles nice. Freue mich wieder Spyro zu spielen. Oh. So, wie hat er es denn geschafft, mich rechtzeitig zu finden? Das ist ja unglaublich. Oh, das darf doch nicht! Wie soll ich denn umbringen? Das hat doch sonst keine Probleme gemacht. Er dreht sich halt genau im richtigen Moment um und ballert uns einen rein. Das ist schon ein bisschen kacke. Ich gehe erstmal weiter. Was soll's. Aber eigentlich, nein. Eigentlich nicht. Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen noch einmal. Einmal müssen wir noch. Vielleicht müssen wir ihn rammen, aber das geht auch nicht. Ich schaff's ja gerade grob so drauf. Rammen geht nicht, dann würden wir runterfallen. Was wir sowieso schon tun. Und wir wollen ja nicht nochmal runterfallen. Keine Ahnung, das muss ja irgendwie gehen. Vielleicht einfach seitlich. Wenn wir seitlich darauf landen. Ich nehme die Superflamme und baller ihn ab. Aber hier gibt es ja keine Superflamme. Wie soll ich ihn abballern? Das muss man erst später machen, wenn wir da hinten ins Fenster reingehen. Da ist, glaube ich, so ein Raum. Oder dahinter in diesem Tunnel-Dings. Irgendwo da war die.
Aber das geht ja auch so. Das muss auch so gehen. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Ich versuche mal seitlich. So geht's. Man muss es seitlich machen. Dann hält er die Schnauze. Manchmal darf man sich einfach nicht unterkriegen lassen, auch wenn es ein paar Leben kostet. So. Hier ist ein geheimer, in Anführungszeichen geheimer Platz. Benjamin. Grüße gehen raus an Benjamin. Ah, warme abgestandene Cola. Lecker. Bums. Man muss sich auch mal warme abgestandene Cola gönnen. So, hier müssen wir nicht runter. Wir müssen jetzt erstmal hier hoch. Schneller! Kümmern uns um. Ja. Toll. Oh. Das ist eklig, warme Cola schmeckt nicht. Cola schmeckt an sich eigentlich nicht. Also ich trinke Cola selten. Wirklich sehr selten. Jetzt auch eigentlich gerade nur, weil es kalt im Kühlschrank war. Wir sonst nichts Kaltes mehr haben. Oh, Saft noch. Das wäre auch eine Option gewesen. Wäre auf jeden Fall gesünder gewesen. Bumm. Das geht bestimmt auf dieses Ding da. Okay. So. Und jetzt ist das doch so. Dann muss man doch da drauf. Von da aus kann man da drauf. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich trinke eher sowas wie Cola Zitrone. Ja, das ist lecker. Aber ich habe gerade keine Zitronen im Haus. Was auch gut ist, ist Cherry Coke. Also ich trinke eher O-Saft, hat aber genauso viel Zucker. Ja, aber das ist ein anderer Zucker. Es geht jetzt nicht um das reine Abnehmen oder sowas, aber es gibt halt Zucker und es gibt Zucker. Es gibt raffinierten Zucker und es gibt Fruchtzucker. Aber ja, du kannst auch nicht den ganzen Tag O-Saft trinken. Das ist auch nicht gesund. Deswegen, da fallen ja viele drauf rein, die Diät machen. Ich trinke jetzt Säfte und esse viel Obst und so. Ja, ist auf jeden Fall besser, als den Snickers reinzuziehen, aber ja, geil ist es auch nicht. So, jetzt müssen wir da noch hin. Geht das von hier aus oder was? Und jetzt auf die Sprossenbalken. Hier, ne? Hier rauf, da und dann darüber, ne? Paulaner Spezi kann ich empfehlen. Trinke ich gerne. Ist ohne Alkohol, falls jemand verwirrt sein sollte. Hab mal Cola mit Ananas probiert. Das klingt eklig. Noch höher? Auf die hier? Okay. Und von hier dann darüber. Und da gibt's irgendwas? Okay. Ich liebe Paulaner Spezi. Ich habe noch nie Paulaner Spezi getrunken, aber es haben jetzt schon mehrere Leute Das reicht nicht. Das müssen wir nochmal versuchen. Das hat nicht gereicht, Leute. Irgendwas passte da nicht. Ich muss dringend Paulaner Spezi trinken. Für den nächsten Stream organisiere ich mir Paulaner Spezi. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon vorwarnen. Ich glaube, es ist vielleicht Sonntag. Muss mal schauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, am Wochenende war wieder irgendwas. Hab woanders gelesen. Da mag jemand Pommes mit Zitronensaft. Also ich mag Pommes. Aber Pommes mit Zitronensaft? Gut, wieso eigentlich nicht? So ein bisschen Zitrone darüber träufeln, über die frischen, heißen, knackigen Pommes? Am besten aus der Glasflasche. Ja, sowieso. Bisschen Werbung machen. So. Ich bin auf jeden Fall jetzt aktuell wieder zum Tee trinken übergegangen. Ich habe geguckt nach, wo kann man denn am besten mal Tee beziehen. Grüße gehen raus an... Oh, wer war es denn? Was, Skytrap? Mit irgendjemandem habe ich einen längeren... Moment, du musst noch so viele Streams nachholen. Wie nachholen? Du musst noch gar nichts nachholen. Wir müssen ja vorbereiten. Von hier aus komme ich da rüber. Jetzt ohne Scheiß. Das hat ja gerade, also so alles, aber nicht gepasst. Cola Ananas ist gar nicht mal so übel. Schmeckt eigentlich recht geil. Klingt aber abartig. Ich finde ja sowieso alles, wo Ananas drin ist. Das kannst du gleich wegschmeißen.
Black Lion sagt doch. Okay, Black Lion. Sparks winkt schon. Wir gehen drauf. Geronimo. Okay, wir versuchen mal genau da vorne an den Rand. Und am höchsten Sprung und gib ihm. No way klappt das. No way. Wie soll das gehen? Hast du gesehen, wie viel Differenz da ist? Das kann nicht klappen. Spyros Arsch ist viel zu fett, um da hochzukommen. No way. Genau, stimmt. Wir beide haben über das Tier gesprochen. Siehste. Niska. Ist er doch da. Genau. Ich habe dann tatsächlich dort eine Bestellung bei diesem bayerischen Teehaus in losen Teesorten mal aufgegeben. Und habe, aua, gleichzeitig, verdammt nochmal, gleichzeitig noch in Hamburg den Teespeicher entdeckt. Da habe ich mir auch mal ein paar Mixturen organisiert, weil ich trinke sonst immer auf Arbeit Kaffee ohne Ende. Und zu wenig Wasser. Und Wasser so macht, ich versuche mich dann immer dran zu halten, Wasser trinken, weil du musst halt einfach viel trinken. Hab's gerade nur aus der Dose, schmeckt noch ganz okay, jedoch merkt man Unterschied zur Glasvariante. Egal, nicht so wichtig, ist halt nur uns gewöhnt. Jetzt müssen wir das... Wieso ist denn das Ding wieder da? Oh nee, oder? Das müssen wir gleich mal einsammeln, den Scheiß. Ich versuch's jetzt noch einmal. Einmal machen wir noch. Also ich mach das jetzt hier nur für einen Skillpoint. Die wollte ich eh privat sammeln. Ich dachte irgendwas, geheimer Raum. Okay, ich hab eh verschissen. Ja, dann lassen wir das sein. Für einen Skillpoint wollte ich das nicht tun. Skillpointe wollte ich privat sammeln. Was wollen die von mir? Wir haben das... Ich hab das ja schon mal durchgespielt, alles 100%. Das kann doch nicht sein. Ich hab doch alles gemacht. Und das kenne ich nicht, dass ich da rauf muss. Laber mich da dicht, ey. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich echt fertig. Ja, musst du da hin? Und Sergeant Bird, Turm, geheimes Fenster. Was labern die? Alles klar. Gut. Dann haben... Ne? Skillpoint bringen die 100%. Nein, tun sie nicht. Ich habe alles durchgedödelt und das ging auch ohne Skillpointe. Die Skillpointe sind rein zur Spaß an der Freude. Zumindest hier im Reignited. Kacke, Mann. Leute, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Wir dürfen jetzt nicht über Skillpoint reden. Das ist reiner Bonus, diese Skillpoint-Kisterei. Jetzt ist das alles wieder da. Voll kacke gelaufen, Leute. So, Sparks ist da. Bringt halt nur Kunstgalerie. Genau, sowas. Aber für die reine Prozentzahl, du hast so und so viel Prozent geschafft, bringen die nichts. Die sind nur zum Spaß. Und ist auch gut. Achievements kann auch sein, dass es die ein paar gibt. Hab ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Die will ich auch noch alle sammeln. Auf der PlayStation habe ich das schon fast. Da gibt es noch ein paar eklige, die super verbockt sind. Verbackt sind. So, let's do it again. Wir warten eben kurz. So, am Rand da entlang. Dann trifft er mich auch nicht. Wow. Okay. So ist es nice. So ist es brauch. Nächste Fee bitte. Einmal speichern. Das wäre ganz nice. Ich hab Prinz Azrael ins Schloss laufen sehen. Wir das freut mich. Ihn stoppen, bevor er die Prinzessin erreicht. Wir arbeiten dran. Ich versuche mein Bestes, aber... Oh. Heute ist der Skill nicht so hoch. Ich habe halt keine Skillpointe, Leute. Heute läuft's nicht. Mit ein bisschen warmer, abgestandener Cola wird schon gehen. Nein. Böses Ding. Du jetzt eben noch... Nein. Oh, jedes Mal die gleiche Kisterei. Oh. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Den einen noch eben. Jo, läuft. Anzünden. Sparks füttern. Noch mehr anzünden. Alles anzünden. Warst du schon im Gewürzmuseum in Haha? So geile Sachen gibt es da zu kaufen. Nein, im Gewürzmuseum war ich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Wo ist denn das? Für den nächsten Besuch vielleicht mal. Wir gehen ja öfter geocachen. Dann könnte man sicherlich eine Geocache-Tour roundabout das Gewürzmuseum machen und auch in das Gewürzmuseum hineingehen. Auf jeden Fall, ich sag dir mal Bescheid, wenn mein Paket von diesem Bayern-Gedönse kommt und ich werde dir mal berichten, wie dieses Teekonto aus Hamburg ist. Da musste ich halt schmunzeln, weil mein Kaffee kommt auch aus der Speicherstadt und dieser Teekonto ist auch in der Speicherstadt. Fand ich halt witzig. Ist Prinz Azrael nicht süß? Jo. Die anderen Feen und Zauberer lassen uns nicht heiraten, also werden wir durchbrennen. Übrigens,
Azrael sagt, du kannst dieses Ei haben, wenn du keinem sagst, wohin wir gehen. Ich werde nichts verraten. Ihr seid ein süßes Paar. Das passt schon. Sakura. Sakura. Die ist auf jeden Fall nutzlos. Das wissen wir jetzt schon. Grüße gehen raus an Sakura. Und da fliegt er auf seinem Motorrad davon. Das wollen wir nicht hinterfragen. Das passt schon. So. Ja, hol morgen noch alle Platin-Trophäen von den Spyro-Teilen. In der Speicherstadt. Ja, das würde Sinn ergeben. Alles ist in der Speicherstadt. Mein Kaffee, der Teekontor und auch das Teemuseum. Sehr gut. Da weiß ich, wo das ist. Hallo. Oh, wie sie sich ableckt. Ist ja süß. Oh, wie dieses Fragsending. Sakura ist doch nur da, um die Rivalität von Naruto zu Sasuke anzuheizen. Ja, mehr Sinn hat sie auch wirklich nicht. Also sie ist schon sehr sinnlos und nervig. Aber es ging. Sergeant Bird. Ich habe ja gehofft, wir kriegen nochmal so eine Mission mit Sheila. Aber irgendwie kein Glück. Ich glaube, das war das mit den Feen, oder? Das war, glaube ich, scheiße. Guten Tag, Spyro. Ich würde gerne bleiben und plaudern, aber das ist ein Date, ne? Für eine Verabredung mit einer ja, wusste ich's doch. Sie ist nur eine Freundin, okay? Es ist eine rein platonische Beziehung und sicher kein Verstoß gegen das militärische Protokoll. Wie? Warum siehst du mich so an? Du mach, was du willst, du. Fuchs und Chat, ich gehe mal, gönnt euch Oreo-Drachen. Hau rein, Bullus. Bis nächste Mal und schönen Abend wünsche ich dir noch. Jo. Tü-tü. Wo hast du gesteckt, James? Isabelle ist wir nicht erfreut. Wir uns vor einer Stunde im Tempel treffen. Ich bin mit Sheila. Und komm mir nicht wieder mit dieser Angelegenheit in der nationalen Sicherheit, Leier. Obwohl es eigentlich keine Rolle spielt. Es ist aber der so. Der ganze Tempel ist voller fieser Katzenhexen. Wir müssen unser Date absagen. Es sei denn, du willst gegen sie kämpfen. Jetzt muss ich noch meinen Rest kalten Kaffee trinken. Ich hau jetzt alles weg. Außer dem Wasser. Yum. Auf geht's. Es wird fürchterlich. Mal sehen, ob das jetzt hier besser läuft. Also ich hatte da irgendwie ein paar Probleme. Zumindest für die letzte Runde. Oh Gott, sind die süß. Sie sind ja schon süß. Oh oh. Oh oh. Mal anvisieren. Ja, genau so. Okay, so, das hat schon mal geklappt. Katzenhexen. Sind also alles nur Dekoration. Tja, nein. Ich hoffe, du bist zielsicherer, als du pünktlich bist, denn es sind noch viel mehr Hexen im Tempel. Wir kriegen ordentlich die Prügel rausgehauen, muss man sagen. So. Geh mal kaputt hier. Ich muss Sparks heilen. Du. Nächste Runde. Lief relativ solide, würde ich mal sagen. Oh, oh, kacke. Mann, wie böse die auch gucken, wenn die auf einen zurasen. Richtig gruselig. So, noch eine. Komm, wo ist die letzte? Da. Ich bin beeindruckt, James. Es sind aber noch ein paar Hexen übrig. Und diesmal meinen sie es ernst. Sie haben sogar den Boden in tödlichen blauen Schleim verwandelt. Warum tun sie sowas? Okay. Okay. Obwohl zu Anfang von Shippuden konnte man ja fast glauben, dass sie einen Sinn bekommt. Aber dann war sie doch wieder nur Trash. Da hast du recht. Am Anfang haben wir auch gesagt, ja, vielleicht wird es jetzt nochmal so neue Klamotten und so. Das wird schon. Aber nein. Leider gar nicht. Gehst du kaputt? Er hat sogar eine kleine süße Krone auf. Okay. Wir kümmern uns jetzt um die nächste Runde Hexen. Scheiße, ich hab Kacke gebaut. Nur eine getroffen. Scheiße. Okay, das wird. Oh, wird Kacke diesmal. Mal schauen. Oh, okay.
gehe da diesmal ganz anders ran als damals. Ich ziele nämlich nicht. Okay. Das Gefühl, das geht besser. Oh. Oh, 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 oh. Drüber hinweg, genau. Läuft doch. Okay. Ja, eine noch. Oh. Katzen sind einfach böse, ne? Sie sind einfach böse. Jo. Du hast es geschafft, James. Ich wusste, dass du nicht ohne Grund der Anführer der Kolibri-Widerstandsbewegung bist. Jetzt haben wir den Tempel für uns. Aber zuerst habe ich ein Geschenk für dich. Abby, reich mal an. Abby jagt ihren eigenen Tail. Läuft bei ihr. So, ich hau ab. Habt noch Spaß. Man sieht sich. Gute Nacht, Nadinchen. Und gute Nacht, Bauer Horst. Solltest du auch schlafen gehen? Von Spiel zu Spiel werden die Level länger. Das stimmt. Nichts gegen Katzen. Ja, ich bin doch selber Katzenpapa. Alles gut. Aber Katzen sind halt böse. Ich bin ein Katzenbesitzer. Und ich weiß, dass sie böse sind. Fein Tsunade-Kopie fehlt hier oben rum. Das ist wahr. Da fehlen zwei Argumente, würde ich mal behaupten. So, meine Freunde. Weiter geht's. Wie spät haben wir das denn? Es ist jetzt 31. Ich würde sagen, ein Level gucken wir uns noch an. Eins geht wohl noch. Warte, wir haben hier noch dieses Mini-Level und dann vielleicht... Oh, warum bin ich denn davon ausgegangen, ich kann fliegen? Warum? Ich bin davon ausgegangen, wir sind im Fluglevel. Du dachte, oh, fliegst du jetzt einfach mal nach Hause? Aber Arsch, wir können doch gar nicht fliegen. Ihr seht, es ist spät. Der Fuchs muss langsam, glaube ich, doch ins Bett. Ich bin einfach müde. Tatsächlich, doch, ich spüre es auch. Ich spüre eine gewisse Müdigkeit in meinem Körper. So, kümmern wir uns mal um diese Flasche. Okay. Los geht's. Hier weiß ich, bin ich auch oft runtergefallen. Warum auch immer. Ich habe es nicht geschafft, von hier sauber darauf zu landen. Ich bin immer runtergefallen und es wird wieder passieren. Achtung. Es wird wieder passieren. Es wird wieder passieren. Oh, läuft, Alter. Unglaublich. Pro-Gamer. Eindeutig Pro-Gamer. Schon immer gewesen. Schon immer gewesen. Hab auch ein Katerchen bei mir. Ja, wir haben auch einen Kater. Der gute Kero. Macht viel Scheiße, ist aber sehr süß. Aber macht viel Scheiße. Kero hat schon... Ja, ist schon besonders. Und mit besonders, da meine ich... Ist jetzt da unten? Ja, da ist jemand. Ich kümmere mich erstmal um die beiden da. Hallo. So. Wo ist sie nun? Allzu weit weg kann sie nicht sein. Da vorne, okay. Da hat sogar Kankuro mehr Sinn. Und der ist ja auch nur da, um Gara den Hintern freizuhalten. Gara of the Funk. Bin Fan. DDR. Pick a song. Wir müssen wieder zurück. Hier müssen wir auch gleich nochmal hin. Oh, du bist auch wieder da. Moin, freut mich. Ui. Süß. Sehr süß. Ui. So, und zurück. Ja, nein. Nein, leider gar nicht. Wo ist sie denn jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Wahrscheinlich da hinten irgendwie im Eingangsbereich. Hab mir aus dem Urlaub ein Phosphor-Kroko besorgt. Das klingt irgendwie tot. Und unangenehm. Möchte ich wissen, was ein Phosphor-Kroko ist? Oder muss ich dann innerlich weinen? Phosphor-Krokus bringen den Blaufuchs zum Weinen. Wo ist das Ding jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Weiß er da, wo es steht? Also wir sind wieder am Anfang. Das ist schon mal gut. Aber wo ist das Ding? Da gibt es auf jeden Fall schon mal Leben. Das ist auch nicht schlecht, aber... Wo
Muss eigentlich irgendwo hier drin stehen. Hätte ich jetzt so erwartet, irgendwie so in einem dieser. Aber tut es nicht. Ja, du kleines Dingens, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier vielleicht irgendwie? Hier ist es auch nicht. Es leuchtet abends, wenn man es lang genug im Licht hatte. Aber es ist... Ach da. Es ist aber kein echtes Krokodil, oder? Es ist nur so ein Spielzeug? Ich habe von Agrezuku ein Shirt, das auch im Dunkeln leuchtet. Tagsüber ist einfach Agrezuku drauf, die ganz glücklich guckt. Und im Dunkeln, wenn man das Originalbild dann nicht mehr sieht, scheint dann ein böses Gesicht von Agrezuku durch, die wütend ist und rumschreit. Sehr cool. Und letztes lagen wir im Bett abends und Schatz meinte, irgendwas stimmt hier nicht. Da leuchtet irgendwas ganz komisch. Und dann war dieses Shirt halt so gefaltet, dass genau diese eine Falz vorne war und dann leuchtete. War echt ganz witzig. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Da ist es. Hab das Leuchtschild von Devil May Cry. Klingt auch cool. Ich glaube, wir schaffen doch nur noch dieses Level, Mann. Wir machen das noch zu Ende und dann die Bonusrunde. Und ich glaube, dann gehen wir etwas verfrüht dann schon in die Haie. Und fangen nicht noch ein neues an. Das wird zu lang. Du. Besser ist das. Vertrauen Sie mir. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was gut für uns ist. Ich lasse mir einfach fürs Letzte noch ein bisschen Zeit. Da kommen jetzt diese Pilze. Da muss man so viel rumspringen. Das läuft. Ich bin auch schon müde. Ich wollte sagen, ich bin auch echt durch. Also, es ist halt nicht mehr Urlaubszeit. Im Urlaub war das alles kein Ding. Da konnte man noch locker bis 0 Uhr machen, ohne Probleme. Aber die Vorstellung, morgen wieder aufstehen zu müssen. Und gleich muss ich ja gleich noch ein bisschen Schatzi-Zeit haben. Wir müssen ja noch schön Stephen Colbert und so ein Krams gucken. Und Fab Myers. Oh, Alter, gleich zweimal hintereinander. Pro-Gamer, Leute. Pro-Gamer. Ja, heute ist wirklich nicht bis... Nee, 0 Uhr ist definitiv... Also das mache ich sowieso nicht. Normalerweise, in der Regel, mache ich nur 2 Stunden. Und 3 Stunden, wenn es gut läuft. Weil unter der Woche... Ne? Ich muss halt auch so arbeitsmäßig immer viel reden. Da musst du hobbymäßig noch viel reden. Ich muss immer sehr viel reden. Und manchmal ist der Mund auch einfach müde. Diese schwarzen Augen creepen mich aus. Hallo! Der Legende nach Jack. Gibt es auf diesem Berg eine goldene Gans. Ich will als Erster auf dem Gipfel sein und sie mir schnappen. Du, ich war letztens beim Augenarzt, da haben die mir so Tropfen reingeballert. Da sahen meine Augen genauso aus. So. Ja, aber du solltest dich schon fragen, was du zu dir genommen hast. Ich habe ein paar sofort sprießende Superwachstumssamen von einem Bären mit einer Tüte Edelsteine gekauft. Er sagte, sie seien magisch, aber bei mir passiert nichts. Du kannst gerne ein paar haben. Jack the Ripper. Hilfe! Sag mal, ich frage dich, Jack. Hatte dieser Bär einen Sack mit einem... Da, Betty Bots Bohnen. Die schmeckt nach Kotze. Geil. Hallo. Oh, das ist etwas arg hoch. Der hat so einen Samen gefressen. Ich glaube auch, wir müssen mal Spyros Augen angucken. Der hat nur dicke Backen. Spyro macht nur dicke Backen. Ich kann mit den Tropfen. War heute auch beim Augenarzt. Ja, ich musste vor allen Dingen zweimal. Richtig geil. Ich war einmal hin. Und dann haben sie mich getropft und halt die typischen Untersuchungen gemacht. Und dann meinte sie, hat sie irgendwas gelabert von mir, bla 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 bla. Aber sie sind ja nicht wegen Brille hier. Aber ich, doch, ich bin primär wegen der Brille hier. Ich brauche mal langsam mal eine neue Brille. Und ich brauche das immer vom Augenarzt attestiert. Wegen Krankenkassen-Scheiß. Und dann meinte sie, oh, das ist blöd, dann hätten sie ja zur Brillen, frag mich nicht, irgend so ein Brillenlabor-Dings ist auch im gleichen Haus. Ja, dann müssen sie sich nochmal einen Termin dann für das andere holen, weil sie hat dann nur die Untersuchung gemacht, aber okay, ist ja in Ordnung, Untersuchung gemacht. Dann bin ich halt nach vorne, habe gesagt, ich bräuchte nochmal so einen Termin für dieses Brillending und dann sehe ich schon, oh, das sieht aber schlecht aus, da haben wir dieses Jahr keinen Termin mehr frei. Ich so, was? Dieses ganze Jahr nicht mehr? Ich bräuchte aber schon jetzt irgendwie mal demnächst, also wirklich zeitnah eine neue Brille. Und dann hat sie geguckt, okay, es geht, wenn sie Freitag spontan könnten, dann wird es gehen. Also, na gut, okay, mache ich, hilft ja nichts, ne? Ja, da werden sie dann aber getropft. Also, nochmal? Okay. Na gut, egal. Aber ich musste Schatz halt wieder mit hin eiern und so.
da war ich dann Freitag wieder da, nachdem ich dann Donnerstag, also ich war mittwochs da und freitags dann schon wieder. Und dann war ich erst bei diesem Augenklinik-Teil, da haben wir dann ausgemessen und so weiter, hat sich zum Glück nicht viel verschlechtert und ich habe meine letzte Brille vor 12 Jahren gekauft, also es wird wirklich mal, es wird mal wieder Zeit. Also es wird mal richtig, richtig, richtig doll wieder Zeit. Und ja, deswegen, dafür ist okay, haben sie eigentlich nur angepasst und jetzt ist es in Ordnung. Soweit. Und ja, dann hat sie mich getropft und ja, dann ging es weiter ins nächste Zimmer, nächstes Behandlungsschrittding. Und es war genau das gleiche wie den Mittwoch davor. Also es ist ja jetzt genau das gleiche, was ich da letztes Mal gemacht habe. Dann kam der nächste Schritt, wieder genau das gleiche. Das ist, okay. Und dann kam ich zur Ärztin, war aber eine andere. Und dann machte die genau das gleiche wie die andere. So, Leute, ohne Scheiß, ich habe das doch erst vor einem Tag bei euch machen lassen. Und dann guckt sie den Zettel und merkt auch so, hä, Moment, aber sie waren doch jetzt erst... Meine Kollegin hat das doch erst gemacht. Und sie, ja, ihr Nasen, weißt du? Voll umsonst doppelt gemobbelt. Richtig witzig. Aber gut, hat mich jetzt nicht so gestört, aber war halt wieder einen Tag lang mit dem Scheiß in der Fresse. Und du kannst ja nichts mehr sehen. Das war schrecklich. Wo habe ich jetzt den Samen hingespuckt? Hat das einer gesehen, wo ich meinen Samen verteilt habe? Samen! Wo bist du geblieben? Ich habe ihn verloren. Habe ich ihn weggespuckt, dass er weg ist? Ich glaube, ich bin zu müde für das Samen-Game. Samen! Wo bist du? Ich sehe hier nur einen Frosch. Wo ist der Samen? Spyro, wo ist der Samen? Da ist er. Nice. Links neben der Blume. Nach meinem letzten Besuch beim Augenarzt habe ich 2 Tage zu Hause verbracht, weil meine Pupille einfach nicht mehr klein wurde. Keine Ahnung, was damit... Oh mein Gott, das klingt aber auch ungeil. Wie komme ich jetzt da rauf? Ich muss da irgendwie hoch. Sonst müssen wir den hier mitnehmen. Warte, ist glaube ich falsch rum. Ja, aber da... Warten Sie mal. Wenn ich den jetzt hier raufpacke... Ach, scheiße. Spyro, ich bin zu doof heute, Mann. Da geht nichts mehr. So. Komme ich denn damit da hoch? Nee, das geht so nicht, Mann. Das ging anders. Bist du doof, Leute? Ich raff das gerade nicht. Wie ging das denn? Also, keine Sorge. Das dauert noch lang genug. Wir kriegen die 23 Uhr wirklich noch voll. So. Ich würde sagen, irgendwo muss ich einen Samen übersehen haben. Aber da schreibt HD Fox auch schon, beim Gitter war ein Samen. Tatsächlich. Das wäre hilfreich. Oh ja, wer die Augen aufmacht, ne? Wer die Augen aufmacht, hier ist einfach zu viel Grün. Zu viel Grün für den Fuchs. Ich sehe das nicht. Ich schieb's auf meine Brille. Ich brauche eine neue Brille. Wirklich. Tatsächlich, Mann. Es wird echt Zeit. Das Ding ist so alt. Unglaublich. Aber ich habe gut darauf aufgepasst. Oh, was ist jetzt los? Okay. What the fuck? Ich habe dieses Ei auf dem Weg hierher gefunden. Ich glaube, es wurde von einer goldenen Gans gelegt. Weiter, wir sind fast ganz oben. Okay, das hört sich alles so zweideutig an. Nein, das ist nicht zweideutig. Shelley, Augenarzt ist mal totaler Hassarzt. Aber ich finde, das geht noch. Ich finde Zahnarzt schlimmer. Ich finde Zahnarzt schlimmer. Du hast dich bisher gut geschlagen. Aber inzwischen habe ich einen echt coolen. Es läuft eigentlich alles. Samen. Alles nice and dandy. Gib mir mal die Samen. Er hat uns erfolgreich besamt. Mies ist, wenn du eine Spritze ins Auge bekommst. Sind das sowas schon mal bekommen? Also ich habe es gesehen, dass es das gibt. Gestern tatsächlich bei John Oliver war es Thema. Da ging es um Medikamente. Also es ist halt natürlich USA bezogen, aber um quasi Apotheken, die Medikamente nicht von der Stange kaufen, sondern für dich halt anfertigen. Und da gab es, die werden halt da echt scheiße kontrolliert. Und da gab es eine... Pharma-Klinik sozusagen, die die Dinger auf Batch produziert hat und die hat nämlich diese Augenspritz-Dinger gemacht, aber mit irgendeinem Keim drinne. Deswegen sind alle Leute erblindet, die das bekommen haben und das ist ja mal richtig scheiße, oder? Nur weil da einer die Hygienestandards nicht einhält, verlierst du dein Augenlicht. Krass. Richtig krass. Also das Vergnügen ist mir zum Glück noch nicht vergönnt gewesen. Ich mag Spritzen so schon nicht und dann noch ins Auge. Oh ja, und das muss ich alle 2 Wochen. Hab schon mehrere bekommen. Oh, oh. Musst du das denn immer, für immer alle 2 Wochen oder ist das jetzt nur ein Zeitraum lang?
Das klingt schon echt übel. Also, boah. Allein das Fühl. Wie fühlt sich das denn an? Tut das weh? Merkt man das schmerzhaft? Keine Ahnung, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Es gibt Leute, die lassen sich das Weiße von Auge farbig... Ja, habe ich auch gesehen. Farbig tätowieren. Richtig kaputt. Richtig kaputt. Also, ich habe ja kein Problem mit Tattoos, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Aber, Alter. Alter. Ja, gibt's wirklich, HD Fox. Musst du mal einfach nur googeln. Auge tätowieren. Dann findest du das. Gibt's einige, die sich das, die das Weiß des Auges tätowieren lassen. Das ist auch relativ gefährlich. Machen auch nicht viele, aber es wird gemacht. Und es sieht total fürchterlich aus. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber, ja, jedem das Seine, sag ich mal. Ne? Wer da Bock drauf hat. Wenn ihr jetzt alle morgen einfach Bock drauf habt, euch die Augen zu tätowieren, gönnt euch. Also ich habe da kein Problem mit. Macht, was ihr wollt. Könnt ihr dann im Discord posten. Hey Fuchs, ich war gestern beim Augentätowierer. Richtig geil. Also mir ist ein normales Tätowieren, finde ich schon. Zack, gut genug. Reicht. Wir sind offen für alles. Ja, man kann es treiben und übertreiben. Ja. Wird gut betäubt und du merkst nur einen Druck. Ich habe sogenannte diabetische Retina. Oh Gott. Und Makulödems. Habe ich. Also, ich weiß nicht mehr genau, was das bedeutet, aber ich saß letztens ja sehr lange im Wartezimmer meines Augenarztes und die haben da Werbung auf dem Fernseher laufen gehabt und da waren diese beiden Begriffe drin und da ging es auch um das ins Auge spritzen. Da haben sie die Behandlungen beschrieben und bla, dass das nicht so schlimm ist und dass es sich nur schlimm anhört. Ich habe halt primär, ich bin halt sehr heftig kurzsichtig, weil ich damals, ich war halt ein Frühchen und die haben im Krankenhaus vergessen, ich war dann so früh, dass ich halt in diesen Brutkasten musste und die haben verbaselt. Normalerweise ist es so, wenn du dann Frühchen in diesem Kasten drin bist, kriegst du Watte auf die Augen. Weil du kommst ja in so einen mit etwas höherem Sauerstoff gefüllten Tank da rein, so einen Brutkasten. Und damit du keinen Schaden an den Augen kriegst, kriegst du da Watte auf den Augen. Und das haben die bei mir vergessen. Deswegen habe ich nur diese Augenkacke. Sonst wäre alles in Ordnung gewesen. Und deswegen habe ich auch so eine ganz komische Augen, weil die sind, also ich bin sehr kurzsichtig, aber es passt nicht zu dem normalen Krankheitsbild. Wenn man normal krank kurzsichtig ist, sieht das Auge halt eigentlich anders aus, weil es bei mir halt keinen normalen Krankheitszustand hat. Deswegen jeder Augenarzt immer, ich habe aber komisch, das ist aber komisch, dieses komisch, das, ja, ich weiß, da muss man das jetzt mal erstmal erzählen. Irgendwie geht's so nicht. Ach ja, warte, wir mussten, dachte ich, wir müssten, wie war denn das? Und ich habe halt echt 8, irgendwas Dioptrien, da geht schon ein bisschen was. Und das Einzige, was ich habe, weil ich halt so durch die sehr kurze, lang, durch die sehr starke Kurzsichtigkeit habe ich sehr lange Augen sozusagen. Mein Auge ist halt an sich etwas länger. Deswegen habe ich einen sehr großen Glaskörper und mein Glaskörper hatte diese Glaskörpertrübung, dass du die ganze Zeit Scheiße vor der Augen rumfliegen hast. Diese schwarzen Punkte und Streifen und all so ein Kack. Ich werde bekloppt. Das wird immer schlimmer und ich habe richtig viel Kacke, die da rumeiert. Und jetzt habe ich so ein Nahrungsergänzungsmittel bekommen, das da wohl helfen soll, das aufzulösen. Sie selber nutzt das auch und es variiert halt. Also ich habe dann im Internet mal so geguckt, was so die Leute schreiben und tatsächlich sind einige sehr begeistert davon. Also der Großteil meinte tatsächlich, es bringt was, aber du musst es halt so ein Jahr nehmen und dann siehst du erst Effekte. Irgendwie geht das so nicht. Irgendwie muss das anders gehen. Ich weiß, wir müssen zweimal springen. Könnte unser Krankenhaus sein. Bin auch kurzsichtig. Wow, bin auch kurzsichtig. Könnte unser Krankenhaus sein. Das bedeutet, dass meine Netzhaut verändert ist durch den Diabetes und Makula ist das Zentrum des schärfsten Sehens und das muss behandelt werden, dass es zur Blindheit führen kann. Ja, das wollen wir ja nicht. Brauchst 3 Pilze. Ah, ja, genau. Wo hol ich mir denn den dritten her? Warten Sie. Das war irgendwo da hinten. Hier kann ich mir einen holen. Genau, so war das. Danke. HD Fox, was würde ich ohne dich tun? Bei mir geht heute nichts mehr. Ich bin zu müde. Ich gebe vor heute wirklich gehirnmäßig schon mal auf. Aber dafür habe ich euch dabei, Leute. Dafür habe ich euch dabei.
Tippitippitipp. So. Toi, toi, toi. Mein linkes ist schon besser geworden und rechts minimal schwächer. Aber es klingt auf jeden Fall, also, ist schon mal gut, dass es das eine schon mal besser wird. Ich drücke dafür über die Daumen, dass das, holy shit, dass das alles gut verläuft. Das ist so ja meine schlimmste Angstfantasie, ne? Also, primär Augenlicht verlieren, weil man kann zwar auch noch ohne leben, aber ohne Spaß, was dir denn alles fehlt. Ich bin da so ein Kunstfan, Kunst gucken, weg. Videospiele spielen, weg. Du kannst ja nichts mehr machen, das ist ja fürchterlich. Oh, guck mal da. Ist es nicht süß? Und der zweite schlimmste Ding wäre wohl Hände verlieren oder die Daumen oder sowas. Ganz gefunden. Kannst du nicht mehr zocken. Eins ihrer Eier als Souvenir haben. Das sind so die zwei schlimmsten Dinge. Also, weißt du, Bein verlieren und im Rollstuhl kann ich wohl noch mit verknusen, ist auch scheiße. Aber ich glaube, das könnte ich jetzt eher ab, als zum Beispiel wirklich die Hände zu verlieren. Dann kannst du nicht mehr, also zumindest nicht mehr deine, hast keine Daumen mehr. Und wenn Daddeln halt schon so ein großes Hobby für dich ist, dann ist die Gefahr natürlich schon, da geht hier schon was flöten im Leben dann halt, ne? Und halt kein Augenlicht mehr haben, fände ich schon richtig krass. Ich weiß nicht, du siehst ja auch nie, was um dich rum passiert. Du hast ja keine Ahnung, da kann ja, also, ah, schrecklich. Keine schöne Vorstellung, wirklich nicht. So. Das lief doch gut. Da sind wir soweit durch, Leute. Dann verlassen wir jetzt noch dieses Level, verlassen das nächste Level. Dann ist es auch schon 22.51 Uhr und dann haben wir ja fast die 23 Uhr Marke erreicht. Das war's schon, würde ich sagen. Hätte ich gesagt. Oder was, oder wie. So, schön, dass zum Ausgang gehen. Das machen wir jetzt eben noch. Au. Du. Bin jetzt auch wirklich, Hashtag RealTalk, relativ müde. Tatsächlich. Njo. So, jetzt muss ich eigentlich noch abstürzen oder sowas. Muss eigentlich noch passieren. Und nach Hause. Ich glaube, nächstes Mal ist schon Endboss-Zeit für dieses Gebiet. Ich glaube, mehr kommt da nicht mehr. Oder war da noch was? War oben noch ein Level? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Endboss ist dran. Fliegen, klar, aber das heben wir uns auf, bis Jäger da ist. Vorher lohnt sich nicht. Ich glaube Endboss. Ich glaube schon. Aber wir werden es erleben. Ich gehe mal hier nochmal gucken. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Start. Ja, da ist der Frostaltar wieder. Na gut. So, Leute. Jetzt chillen wir uns hier noch gemütlich hin. Erblinden wäre die Hölle. Na, ist ja, das wäre. Da würde einiges bei mir nicht mehr gehen. Also so ziemlich alle meine Hobbys. Das Einzige, was ich halt noch gerne mache, sind Hörbücher hören. Das ist eigentlich nur Van Dusen. Ich glaube, ich würde mich dann komplett auf Musik und Hörbücher stürzen. Das wäre so mein Ding. Mehr kannst du ja nicht mehr machen eigentlich. Mehr geht ja nicht. Und Serien hören und so ein Scheiß, ne? Eben, dann kann ich nicht mehr meine Schönheit im Spiegel betrachten. Ja, du kannst ja dein Gesicht dann noch anfassen. Das geht ja auch. Das könnte mir leider blühen. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass es das nicht tut. Oder zumindest, dass es noch richtig lange rausgezögert werden kann. Ne? Bei mir weiß ich auch nicht. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, als sie zu mir meinte. Und wenn sie Löcher haben oder Blitze sehen oder es schlimmer wird, dann kommen sie ruhig sofort. Solange man da so schnell was macht, ist das kein Problem. So, Alter, ich bin ja jetzt in nutze Untersuchung. Ja, aber dadurch, dass ich halt so kacke Augen habe, kann da jederzeit halt was passieren. Das ist auch nicht schön. Ne? Aber gut, mit diesem wunderbaren Thema bedanke ich mich, dass ihr alle da wart. Denkt mir wieder was Positives. Guckt euch den Oreo Spyro nochmal an. Denkt an leckere Kekse. Gesundheit, sag ich doch. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. Hat mich mal wieder sehr gefreut. Wir sehen uns wahrscheinlich, vermutlich Sonntag wieder. Ich kann es noch nicht genau versprechen. Ich sag's auf jeden Fall auf Discord. Relativ kurzfristig. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke fürs Zusehen. Und kommt gut in den morgigen quasi Freitag. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich demnächst bald wieder. Schlaf gut, bis nächstes Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.